Also ich glaube, ich kenne ihn durch, also mit Eva, mit Chick, wie sieht aus? Junge. Leo, ich lass dich stehen, ey, Alter. Digga, das ist das beste Video der ganzen Welt. Ist das ein Kindersong? Ne, das ist so ein komisches Kindervideo. Aber das kein Intro von der Serie, das oder? Das ist von Oscar. Kennst du Oscar aus Köln? Das ist eine Serie. Der hat das als Kind gemacht, ne? Der hat das als Kind gemacht, das Lied. Ach mit so. Dem Ball in meiner Hand. Ja, das ist so ein Kindersong. Basketball, mehr aktive Kinder. Los geht's. Süß. Dann schreibt einer so drunter, da könnte man aber auch auf die Toneart achten müssen und so. Und ich so, Bro, Aliva singt da über Herzbruch und über Heartbreak und dann das andere Lied geht über den Basketball. Was soll ich da noch, was soll man da, und soll ich da jetzt hier die perfekte, den Key nehmen und dass die Toneart perfekt matcht? Was überhaupt sowieso keinen Sinn macht. Aber ich fand schon, also mit einem Cis hätte es sich besser angehört. Ja, finde ich auch. Ja, schade. Ja, Kommentare sind gottlos zurzeit. Wir haben auch ein, wir haben zusammen ein Video gemacht im Auto, wo wir gesagt, wo wir zuerst SUVs laufen lassen haben. Ja, ja. Und dann auch Oliver. Ja. Und dann schreiben die, nö, ihr seht schon generell nicht so aus, als würdet ihr SUVs hören von Luciano. Ich habe jetzt auch gefühlt, das Gefühl, dass Social Media toxischer geworden ist. 1000%. Oder? 1000%. Ich habe keinen Bock mehr. Ist, ja, wirklich. Was ich auf jeder Werbung lese, von jeder Brand, steht als erstes immer, wer sind die? Ja, geil. Ja, ja, stimmt, stimmt. Wer sind egal, die? Was die machen, egal, schon nie gesehen habe, ist einfach, wer sind die? Warum dürfen die das? Wen juckt es? So. Ich frage mich, ob die das früher auch vom Fernseher gemacht haben. Wenn so eine Werbung lief, so, wer ist das? Stimmt. Egal, wer ist Rossmann? Warum ist das anders auf ja. Social Media? Habt ihr Beispiele bei euch? Was meinst du? Ich nehme ein Beispiel. Ich hatte G-Shock-Werbung. Und dann haben die irgendwie so Ads drauf geschaltet auf, so eine, auf Instagram, auf so eine Story. Das ist so, wenn du swipes halt so, ne? Ja. Und Stories, dann kommt die wahrscheinlich irgendwie so. Oder als Real, keine Ahnung. Alter, dann habe ich die Kommentare gelesen und die sind so ausgeflippt, die so, eigentlich mag ich G-Shock, aber wenn die da so einen kleinen, keine Ahnung, Opfer hinsetzen und sonst was, jetzt, ab jetzt verkaufe ich alle meine G-Shocks wegen ihm und so gutlos, wer hat den Praktikanten dahingestellt und sonst Alter. Irgendwas und was erzählt er mir da ein von bla bla bla, Junge, heult doch nicht rum, Alter. Ganz schlimm. Okay, wenn du das meinst, ich hatte das, wenn ich mit Prime ab und zu nach, also ich war ja mal in London, ich war mal in Mailand für die und dann sage ich so, also, wieso lassen die denn einfliegen, um die Premiere zu sehen? So, warum? Ja, warum ja. Ja. Das ist schlimm. Ich weiß gar nicht, ich habe auch eine im Kopf. Ja. Das war mit Rewe. Und das war so eine Aktion, wo wir so Menschen irgendwie was Gutes getan haben. Hab ich gesehen. So, ja, hast du gesehen? Ja, hast du das mit der Oma gesehen? Erklär mal kurz nochmal. Irgendwas mussten die machen, dann kriegen die irgendwas? Genau, die Oma musste mir so was abnehmen. Ich hatte so voll die Hände voller Gläser. Und dann hat die Oma so mir so ein Glas abgenommen. Und danach haben wir ihr einen Gutschein geschenkt für ein Rewe. Richtig cool. Total, ey, da gibt's eigentlich nichts. Da kannst du nichts sagen. Und dann hat einer drunter geschrieben, Drecks-Influencer, locker die Oma über den Tisch gezogen. Okay. So, ja, jetzt ist es raus. Ich hab sie zusammengeschlagen danach. So. Was ist das? Was ist mit den Leuten? Wahnsinn, ne? Wieso ist das Internet so sauer? Hast du die Oma auf irgendeiner Plattform gemietet? Ja, ja. OnlyFans. Only Grandmas. Gibt's jetzt neu. Ist das dieselbe Oma gewesen, mit der du damals im Fitnessstudio warst? Mit der ich da was hatte? Oder welche? Nein. Nee. Was? Ja, gut, für Chango sind alle über 18 eine Oma. Faktisch. Hä? Nee, das war eine andere Oma, aber ja. Was ist eigentlich mit Aliva los? Also wo kam dieser Hype? Willst du eigentlich, bevor du Aliva vorstellst, willst du dich selber nochmal kurz? Ist ja ein Jahr her fast. Genau, jeder kennt doch Johnny. Also ist echt ein Jahr her. Das war genau Oktober letzten Jahres. Da weiß ich noch, sind wir von Oktoberfeier gekommen. Ungefähr. Stimmt. Ja. Stimmt. Ja. Wie würdest du dich heutzutage vorstellen? Boah. Wir machen einen Gegenschnitt mit seiner Vorstellung von damals und gucken, was sich verändert hat. Fuck, man, ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, wer bist du denn zu mir selbst? Ja. So, wenn ich von mir ein Video gucke, manchmal kommentiere ich, wer bist du denn? Drecks-Influencer. Drecks-Influencer. Hast du Oma zusammen. Stimmt, mit der Oma was gehabt. Ich bin Johnny, ich mache kein Radio mehr. Mittlerweile mache ich nur noch dieses Social-Media-Quatsch. Mach Podcast, da müssen wir nachher mal drüber reden. Das war's. Tschüss. Ich hatte... Ah, fuck, der hat einen fucking rumgeschrieben, ich hab aus dem Konzept gebracht. Ich wollte gerade irgendwas Sinnvolles. Warum redest du heute so leise? Ich wollte gerade irgendwas Sinnvolles fragen. Aber hat das einen Grund, dass du heute so leise redest? Vielleicht kannst du uns anrufen parallel. Nein. Ja, du redest sehr leise tatsächlich. Sehr leise. Ich glaube, es liegt am Wind. Der Wind kommt in meine Richtung. Und der Ton. Aber dann müssen wir einfach nur warten, weil dann geht er einmal so um die Welt und dann kommt das so wieder von hinten. So, warte. Wir können uns einfach in die Richtung drehen. Ja, wir warten kurz. Ah, du wolltest was fragen. Das ist so scheiße, Digga. Du wolltest was fragen, ja. Frag mal. Wieso hast du mit Radio aufgehört? Ich dachte, das wäre deine Passion. Du warst da ganz gut in Quatsch reden. Das ist richtig. Keine Money. Na Quatsch, mir geht's da nicht. Da hast du da verdient. Ja, sehr wenig.
Ja, ja, sehr wenig. Ja, tatsächlich ist es der Faktor im Vergleich, ne? Also, im Vergleich definitiv. Und dann ist es auch so, dass du natürlich, wenn du jetzt eine Stunde im Radio stehst, ihr habt das ja mitbekommen, ihr wart ja in der Show, wie viel haben wir von der Stunde effektiv geredet? Vielleicht 3-4 Minuten? Ja, stimmt. Ja. Du hast sehr, sehr viel Zeit, wo ich das Gefühl habe, die man heutzutage anders nutzen muss, um die Leute anders abzuholen. Deswegen stark. Fand ich Social Media schon ein bisschen interessanter. Und ich bin assi reich geworden dadurch. Ja, geil. Oh, es kommt gerade ein Satz von Cengo, von Juli noch. Ja. Was, du warst in Mailand mit Prime Video? Alter, warum kommst du nach Mailand, Alter? Verstehe ich ja gar nicht. Krass. Ich weiß nicht, aber ich muss jetzt am Dingens, ich muss jetzt einfach am Sonntag darf ich nochmal nach Mailand. Ehrlich? Kennst du noch The Boys? Die Serie? The Boys, ja klar. Wenn du die geguckt hast. Ja. Staffel 3 kommt raus, Staffel 4 ist das jetzt mittlerweile. Sehr geile Serie. Ich darf wieder zur Weltpremiere hingehen. Cool. Hab Bock. An der Stelle, genau, an der Stelle wirklich völlig ohne Diskussion, die wir davor hatten. Ja. Warum du? Ich weiß es. Warum nehmen die dich? Ja. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe die Serie damals gefeiert. Ich war bei der Staffel 3 Premiere. Mhm. Ich habe einen guten Job gemacht. Ich glaube, das darf ich nochmal. Ja, ich finde, du machst das auch gut. Also wenn ich das so sehe, du machst das schon, da kommt schon vernünftiger Content. Interessierst dich auch dafür. Es gibt schon welche auch so, die juckt das gar nicht. Die wollen einfach nur mit, weil die Flam mit wollen. Oder Digga, das ist die Härte, wenn du auf Premiere bist von Filmen und so. Ich war bei einer Tyler Reek, hieß die, glaube ich, Netflix-Premiere 2. Ich glaube, da warst du mit mir dabei. Ja, ich war auch, stimmt. Und da waren Interviews auf dem roten Teppich. Und da sagen die so, im ersten Teil hat er ja das und das gemacht. Und dann stellen die jetzt Frage, so eine Follow-up-Frage. Und die sagen einfach, ja, ich habe den ersten Teil leider nicht gesehen. Bro, krass, was machst du auf einer Premiere? Unsympathisch auch. Ja. Wenn du die ersten Teile nicht gesehen hast. Ich habe den tatsächlich auch nicht den ersten Teil gesehen, aber an dem Tag ging eh nichts. Und da gab es gratis Alkohol von daher. Es ist was anderes, wenn du nicht eingeladen bist und du, also wenn du zum Beispiel. Stimmt, ich war nur plus eins. Genau, ja, das mitgenommen ist ein Unterschied. Und du warst ja sozusagen nicht da gebucht. Ja, okay. Oder so. Wenn Leute, die da einen Job hatten, die so Creator, die jetzt eben den Film promoten müssen. Ja. Zieh dir den eben einen Tag vorher eben rein, ey. Mein Gott. Spürt, als hätten die keine Zeit dafür. Das ist insane. Krass, ne? Das ist denen so egal. Und ich finde, das ist dann das Schlimmste ist dann noch bei so NFL-Spielen zum Beispiel, wo dann irgendwie so Tickets für 700 Euro verkauft werden und so richtig Hardcore-Fans sitzen zu Hause vorm Fernseher und da sitzen so Influencer, die in ihrer Story sagen, ich habe keinen Plan von dem Spiel, es ist irgendwie das dritte Viertel, ich gehe jetzt mal was essen, weil mir ist es eh egal. Ja, so, das ist kacke, das ist kacke. Ich bin ins Fettnäpfchen getreten da bei der Aktion. Weißt du noch, NFL-Spiel in München? Ja, klar. Ich war da, ich verfolge aber NFL, ich verstehe die Regeln, mir gefällt das, ich gucke das gerne. Was ist Abseits? Junge, hat's Maul, gibt's okay. Ja, okay, doch, gibt sogar Abseits. Offside, Vollstart, Vollstart. Defense. Okay, Entschuldigung. Aber nee, was ich meine ist, ich habe leider gesagt, anstatt Kickoff, habe ich gesagt Anpfiff. Weil ich einfach so Videos laufe, so zur Arena. Ich sag so, ey, wann ist eigentlich, wieso sind hier alle schon 4 Stunden vor Kickoff, vor Anpfiff? Ja. Das Video hat 700.000 bekommen, weil das war derselbe Shitstorm. Als damals, wer das, diese eine Aldi und Dahlia und so und diese, das diese andere Blonde, wo die da saßen auf der Post und genau, die hatten halt übel Shitstorm abbekommen. Ja. Ich war halt auch an dem Tag, da habe Videos gemacht, darum ist das mies abgegangen in den Kommentaren deswegen, aber so, ich war so, ja, aber ich gucke das doch eigentlich richtig gerne. Aber da hast du natürlich voll verkackt. Ich wurde mal tatsächlich für sowas von dem Radio eingeladen, weil ich quasi so die Schnittstelle sein sollte zwischen Creatern und den Leuten, die Creator hassen. Also ich hatte quasi einen offenen Dialog mit Menschen, die so gegen uns sind. Hast du so Dingens gespielt, dieser, dieser Interview-Part, wenn zwei Welten auf AfD-Politiker trifft. Ah ja, sowas wie bei Leroy. Ja, Leroy. Ja. Ähnlich, es war wirklich so ähnlich und es ist so schwierig, die Argumente von denen zu entkräftigen, weil teilweise sind die Argumente schon echt berechtigt. Also sag wenn mal. Man uns so kritisiert, dann ist es teilweise schon so, für das, was wir tun, das, was wir bekommen, ist nicht im Verhältnis. Sag mal. Ja, rein finanziell. Ja, also, dass das absolut übertrieben ist, das wissen wir alle. Das gibt auch, glaube ich, dazu. Aber ja, voll. Aber das ist sowas, wenn ich das höre, dann denke ich mir so, ey, es ist super schwer. Also so ganz viele Argumente kannst du so aufwiegen, weil Leute sagen so zum Beispiel, ja, was für ein Dreck, wir würden die Leute immer nur negativ beeinflussen, wir würden eh alle Produkte verkaufen und sowas. Und dann kann man ja dann offen sagen, nee, so, also am Anfang vielleicht ja, wenn du darauf angewiesen bist, aber irgendwann suchst du dir ja schon aus, für wen du Werbung machst. Richtig. Auch zum Beispiel in James Bond in Casino Royale hat auch hier Sony Ericsson Werbung gemacht und hatte eine Rolex am Arm mit Product Placements. Aber der Part mit dem Finanziellen, der hat uns also so gebumst, weil, soll ich sagen. Aber ich glaube, was ich da sozusagen dagegen sagen würde, ist, jetzt stell dir vor, ein Fanta, die Brand, bucht jetzt eine Fernsehwerbung. Ja. Die wollen, und eine Fernsehwerbung wird ja auch so gerechnet, die sagen, wir buchen da uns 1 Million Reach ein. Es wird 1 Million mal aus, also 1 Million Menschen wird das erreichen, wird so und so viel mal ausgespielt. Voll. Wenn du das jetzt einfach sagst, wenn du das ins Verhältnis setzt wenn du das im Verhältnis setzt zu einem Influencer, dann ist es wieder wenig Geld. Weil im Fernsehen zahlen die dafür sehr, sehr, sehr viel mehr. Voll. Also du zahlst nicht dafür, dass du bekommst nicht das Geld, weil du bist, sondern einfach, weil du die Reach hast. Voll. Und da musst du sagen, ist das Geld theoretisch wieder so
berechtigt, es ist viel zu viel. Ja, ja. Aber es ist halt, du zahlst für diesen Reach und der Reach ist ja wirklich auch manchmal viel. Ja, aber das ist dann das Argument, voll, gebe ich dir recht, aber wenn dann sowas kommt wie, was verdienen die Leute im Gesundheitswesen, dann sind wir in den Arsch gefickt. Safe, so. Safe. Dann safe, ist es auch 1000%, aber wir entscheiden das ja nicht. Also ja. So ja, jeder andere, der jetzt hier reinkommen würde in das Business und auf einmal irgendwie so, keine Ahnung, so viel Geld kriegt, der würde ja auch nicht sagen, ja, ja nee, ich nehme das Geld nicht. Das wird ja auch niemand im Gesundheitsamt sagen, wenn du sagst, wir geben dir jetzt eine Gehaltserhöhung, weil du einen guten Job machst. Voll. Nehme ich nicht. Das nein, das stimmt. Sagt niemand. So, und ich finde, es kommt ein bisschen darauf an, auch was du mit deinem Geld dann machst. Also ich finde, man kann schon auch viele Dinge machen, die irgendwie Gutes stiften, so in deinem Umfeld oder an Leute, die es gebrauchen könnten. Ich sehe mich immer so ein bisschen, das ist jetzt auch sehr unsympathisch, aber ich sehe mich immer ein bisschen als Robin Hood. So, ich, pass auf. Weil du einmal eine Oma gehst. Ja, weil ich einmal mit einer Oma was hatte. Hatte Robin Hood was mit einer Oma? Ich weiß es nicht. Aber Robin Hood hat doch auch so von den Reichen genommen und ja. an die Armen gegeben. So ja. doll sehe ich mich natürlich nicht, aber ich denke mir schon, dass die Unternehmen, die mich bezahlen, also ein Rewe, die heulen nicht abends, weil sie jetzt eine Kampagne gemacht haben und die haben X, hat XY gekostet. Aber wenn ich das Geld dann nehme und vielleicht irgendwie, keine Ahnung, jemandem ein bisschen das doppelte Trinkgeld gebe oder einfach mal random jemanden so, der es gebrauchen kann, auf der Straße sage, ey, hier, ein Fuffi oder sowas. Ja. Weil ich das kann. Machst du das? Ich schwöre ja. Wenn ich, also nicht jetzt jedem, ich gebe jetzt nicht jedem einen Fuffi, so. Schreibt Johnny an. Sag mal PayPal. Und sag mal, an welchen Straßen du oft vorbeilaufst. Ja. Setz mich auch hin. Ich hatte einen Moment bei McDonald's, wo ich so, ich konnte nicht wechseln, es gab keine Chance. Dann habe ich der Frau den ganzen Schein in die Hand gedrückt und gesagt, so, ey, bitte behalten Sie ihn, weil sie so ein Engel war. Und sie hat mich dann angeguckt und gesagt, das darf ich nicht. Ich darf das nicht annehmen. Sie darf nicht, also sie dürfen anscheinend bei McDonald's, keine Ahnung, das stimmt, aber diese Frau meinte in der Filiale, da durfte sie, oder Burger King, sie meinte, sie darf kein Trinkgeld annehmen. Und dann? Dann habe ich ihr das wirklich so, ich habe das so in ihre Tasche, es war fast eine Schlägerei, die wir hatten, so ein Rückwärtsraub reingesteckt und dann hat sie es dann noch am Ende genommen. Nachdem du Anzeige bekommen hast wegen Belästigung. Richtig, wegen noch die nächste Oma. Ich habe was irgendwie mit Omas, das ist so ein Thema. Ja. Damn. Ich habe eine Frage mitgebracht. Stark. Darf ich die stellen? Ja, gerne. Was ist das mit dem Römischen Reich? Bro, ich wollte die auch stellen. Ehrlich? Ja, ich hab's darum, ich check's nicht ganz. Ich okay. check's null. Okay, kann ich das Konzept so ein bisschen erklären? Ich hab's auch nicht ganz auf dem Schirm. Ich hab's nur hier und da, sag mal gerne. Frauen gehen zu Männern und stellen denen die Frage, wie oft denkst du an das Römische Reich? Ja, genau. Und überraschend oft antworten Männer täglich. Ja, jetzt sag mal ganz ehrlich, ihr drei, wie viele seid ihr? Ihr zwei. Wie häufig denkt ihr ans Römische Reich? Ja. Hm. Oh, alle paar Tage. Was? Ja, natürlich. Nee, nicht so oft. Nie. Warum nicht? Warum denkst du ans Römische Reich? Ja, warum? So viele verschiedene Gründe. So, guck mal, so eine Kanalisation ist ja auch damals... Jetzt tu nicht so, nur weil das gerade Hype-Train ist und so, dass du rausspringst und jetzt ist lustig. Aber Bro, wann denkt man ans jede Römische dritte Reich? Doku, die du irgendwie auf YouTube vorgeschlagen bekommst, ist irgendwie über das Römische Reich. Hitler. Ja, Hitler und Römische Reich. Was gibt's doch? Einmal noch die Griechen. Menschen, die ihre Länder vergrößern wollten. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber auch jedes Mal, wenn ich denke, ich müsste 1 gegen 1 kämpfen, wenn ich nachts in der U-Bahn durchlaufe, denke ich, ja, okay, so ein Gladiatoren-Vibe in der Arena. Ja, das macht er auch nur jetzt, weil er diesen Boxkampf hat. Ja. Weißt du, da will er jetzt so einen auch sein. Jetzt macht er eine Überleitung. Ja. So, Karten! Wie weit bist du mit deinem Boxkampftraining? Ja, wir sehen keinen Content darüber. Warum sehen wir keinen Content? Erklär dir gleich, sag erstmal Römische Reich, deine Antwort. Ja, wie oft denkst du dran nicht so oft, und warum? Ich habe jetzt letztens Assassin's Creed mir gekauft für die Nintendo Switch. Da habe ich dann so ein bisschen. Das ist ja auch nur Quatsch. Wieso? Wer spielt denn Assassin's Creed auf der Switch? Ja, ich dachte auch, das ist, aber die Quali ist tatsächlich gut. Da kannst du auch wie hier so auf, so die, auf den Häusern. Kennst du auch Assassin's Creed, ja, wo du so rumjumpst? Wo du auf den reichen Dächern von Influencern rumlaufen kannst. Nee, wirklich cool. Da habe ich so ein bisschen wieder so über diese französische Revolution ist das und so ein bisschen über diese Zeit so nachgedacht. Aber Bruder, das hat nichts mit dem Römischen Reich zu tun. Nee, wann war das? Digga, französische Revolution, 18. Jahrhundert. Ja. Römisches Reich ist vor Christus. Krass. Krass. Wie viel vor Christus? Also ich glaube, das also ist auf jeden Fall so eine zweistellige Jahreszahl, sowas wie 70 vor Christus oder so. Okay. Das war krass, oder? Also da, wo ich war da 11. Aber was war so alles so 100 nach Christus bis 1000 nach Christus? Was war da alles? Warum wissen wir so bis so ja, was haben die da alle den ganzen Tag gemacht? Warum? Ich glaube, da kam so dieses frühe Mittelalter, müsste da irgendwann losgegangen sein. Mhm. Ich glaube so, auch noch Dinosaurier war da noch. Dinosaurier. Und hier mit ICQ. Das war da auch ungefähr. Stimmt. Facebook. Da kam LinkedIn auch damals erstmal auf den Markt. Richtig, das erste Mal. Das weiß man ja zum Beispiel, Cäsar war der Erste, der LinkedIn hatte. Ja. Er hatte auch die meisten Freunde. Der hat auch so einen Krieg einfach bei LinkedIn angefangen. Twitch-Livestream über abends so. Dann ist er angefangen wurde, er hat jemand angestupst. Und dann, ja. Und dann die Kacke so los. Irgendein anderes Land so, Alter. Einfach angestupst. Ihr Bastard, gib mal Land. 100 Subgifts oder wir stürmen euch. Digga, auch wenn Cäsar heute so ein Twitch-Streamer wäre. Ja, moin, Galius, danke für deinen Sub. Bro, wir werden so verloren, holy shit. Ja, aber diese Adaption macht Spaß, ne? Wenn man so Dinge aus der ganz alten Zeit so auf die heutige Zeit bezieht. Das habe ich eben, das habe ich jetzt mit diesem Ding angefangen. Ich habe mal so ein Psychiater-Video gemacht, wo du so kommunizierst in Slang.
Was mache ich jetzt mit verschiedenen Situationen, wo du, keine Ahnung, so auch, wenn du zum Arzt gehst und du redest nur noch in 2023, das ist so witzig. Ja, Alter. Du kannst so viel Quatsch damit machen, das ist 100%. So geil. Aber das wäre auch, also stellt euch auch vor, wenn Cäsar so mit den Jugendwörtern des Jahres 2023 so Kriege angefangen hätte. Es ist ja auch leider schon funny, wenn die Nachrichten, dass die Tagesschau immer das vorlesen, das ist ja alleine schon ein Meme, wenn ein alter Mensch das vorliest, das ist einfach witzig. Ja, wie scheiße, dass Susanne Daubner einfach viraler geht als wir heutzutage. Wirklich. Krass, ne? Jedes Jahr. Ohne Scheiß. Wieso kennst du ihren Namen auch? Hast du wirklich mit alten Frauen? Hast du ich hab was mit alten Frauen, ja. Jetzt ist es raus. Stehst du echt auf ältere? Nee, gar nicht. Achso. Nee, wirklich überhaupt wer nicht. Wer bist du jetzt eigentlich, 45? 30. Ja, 5, ja. 30? 30. Alter, 30. Ja. Ich bin 22. Ja, Digga, du hast noch alles vor dir. Du, 8 Jahre. Du, guck mal, da bin ich da erst, ne? Wolltest du noch sagen. 8 Jahre habe ich da erst. Du, wo ich geboren bin, da hast Cäsar. Du Führerschein gemacht. Was bist du für ein Neujahr? Wo ich geboren bin, hat er mit TikTok angefangen. meine ersten 30 Sekunden hat er gemacht. Ich komme auf die Welt, er hat schon virale TikTok. Wann bist du geboren? 2001. Ach krass, das geht ja voll. Meine Schwester auch. Echt? 2001 geht voll klar. Single? Weiß ich nicht. Nee. Ich hatte sogar gegoogelt, weil du kamst ein bisschen später. Ich habe gegoogelt, weil ich wusste ja, du bist 30 geworden letztens, hast Geburtstag gefeiert. Also ich habe gegoogelt, was passiert, wenn man 30 wird. Was stand da? Ich habe so geguckt, so, ab jetzt nehmen deine Knochen ab. Das heißt, die Knochen wachsen nicht mehr, die nehmen nur noch ab. Nein, jetzt schon. Dein Knorpel ist auch ab jetzt am Arsch. Ab jetzt ist es normal, dass du graue Haare bekommst. Aber dein Testospiegel steigt. Testo steigt? Ja. Maschine, geil. Wie ist es mit dem Pimmelbereich? Ja, aber jetzt. Kleiner oder größer? Jedes Jahr werden die Eier tiefer hängen. Nee, noch mehr. Junge, ich sehe schon aus, als wäre ich aus West Coast Custom, Alter. Wir blenden das auch währenddessen jetzt mal kurz ein. Ich mache danach einfach mal kurz, zeig ich mal, wie es aussieht. Nee, ich bin so weit gekommen, dann bist du irgendwann gekommen, aber ich habe so kurz gegoogelt, was passiert ab 30, so was sind die ersten Anzeichen. Aber da gibt es auch so, gerade ärztlich ändert sich da viel. Also so zum Beispiel, dass du diese Routinekontrollen machen musst, sagt man immer so ab 30. Ja. Aber was zum Beispiel auch positiv ist, dein Hodenkrebsrisiko sinkt, nachdem du 30 geworden bist. Das größte Risiko hast du 20 bis 30. Oh. So, und das ist dann ab 30, jetzt wird es weniger. Ach du Scheiße. Alter. Naja. Lange her. Auch dazu. Okay. Ich will noch wissen, warum Cengo ans Römische Reich denkt, außer Assassin's Creed. Naja, es ist gar nicht tatsächlich auch so, wie du gesagt hast. Ja, weil ich denke da nie dran und ich dachte, das wäre fake. Und du, also okay, du nie. Nie. Können wir eine Gegenfrage für die Frauenwelt rausfinden? Ja. So, an was denken die oft? Meinst du nicht, die denken oft daran, was der Mann denkt? Auf jeden Fall. Aber das ist zu obvious, wir denken ja auch oft, nicht. Was die Frauen denken. Aber sowas wie oft denkst du ans Frauen-WM-Finale? Oder wie oft denken die ans GNTM? Oh, das ist gut. An die neue GNTM oder an eine Staffel oder an die neue Staffel? Ja, Mann, das ist gut. So, oder an Trash-TV sind ja auch viele Fans davon. Aber es ist schon schade, wenn wir das Römische Reich und die Trash-TV haben, ne? Finde ich Römische Reich auch cooler. Auf jeden Fall. Da ist noch viel mehr gestorben. War viel cooler. Viel mehr in positiver Erinnerung. Aber überleg mal, das GNTM zum Beispiel, das wäre nicht so, da sitzen nicht so drei Juroren, sondern die kämpfen auch auf Leben und Tod. Eigentlich ist es schon ähnlich. Einfach Squid Game GNTM, nächste Staffel. Das wäre so krass. Diese Staffel ist ja mit Männern. Squid Game? Na. Junge, GNTM. Römische Reich. GNTM, okay. Machst du mit? Oder? Ich hatte mich offiziell mal beworben, habe ich immer noch keine Antwort bekommen. Aber du wirst halt danach nicht mehr gut aussehen, wenn du deinen Boxkampf hattest. Wie kannst du denn gegen Varion kämpfen wollen? Ja. Ich habe heute ein Video zugeschickt bekommen, da hat einer in einem Boxkampf jemanden auf den Hinterkopf gehauen und der war dann danach gelähmt und auch irgendwie schwer behindert geworden. Aber der war es vorher nicht, ne? Der war es vorher, der ist normal gekämpft und einfach wegen einem kurzen, Digga, das sah so unspektakulär aus, ein kurzer Schlag auf den Hinterkopf und da war danach im Rollstuhl. Cool. Warum schickt ihr mir das? Erstens. Ja. Wer hat das geschickt? Irgendjemand aus der Community. Schick mir das, nachdem ich Boxtraining gepostet habe. Und ich denke, also es ist schon ein mulmiges Gefühl, wenn man sowas sieht, aber es ist auch sehr unwahrscheinlich. Ich meine, das könnte mir auch passieren, wenn ich auf der Straße mal stolper oder so. Ja, da kannst du nichts mehr machen. Ja. Oder Skifahren. Das ist das Gleiche. Aber wie kam das zustande, dass du wirklich gesagt hast, ich mache das? Weil das habe ich nicht mitbekommen. Mir wurde einmal vor 5 Monaten oder so 4 Monaten schon angefangen. Aber es sind diese üblichen Fragen wie, hättest du Bock und Zeit? Ja. Ich sage, ja, aber da kommt meistens nichts. Junge. Du kannst in Berlin keinen Podcast aufnehmen. Das ist Julie nach dem Kampf. Ja, 100%. Nee, hoffentlich nicht. Nee, inshallah, nein. Nee, dann haben die gesagt, ob du Bock hättest. Und dann irgendwann hieß es, okay, Varion könnte dein Gegner sein. Kannte ich anfangs jetzt nicht groß. Ich wusste ungefähr, wer das sein könnte. Ja. Hab mal einfach direkt zugesagt. Krass. Irgendwann hat mir gesagt, der ist 116 Kilo und halt ein bisschen größer, ein bisschen breiter, älter. Größeren Schwanz. Weicher, ja, alles, ne? Geht ja auch sehr viel Schwanzgröße, ne? Der kann alles besser, ist charakterlich besser, sieht besser aus.
Hat eine Freundin auch. Kann einschätzen, wann das Römische Reich zeitlich war. Ja, ja. Der ist bei GNTM mit. Der ist halt ich in besser. Ja. Und so kann das dann irgendwann, dass vor 2,5 Monaten oder so, oder 2 Monaten war es dann fix. Und dann ging es nur noch darum, wann es announced wird. Krass. Digga, das ist ja wirklich. Aber hast du nicht Schiss vor dem Kampf? Ich freue mich irgendwie. Ich kriege Herzrasen, wenn ich dran denke, dass ich in die Arena laufen muss. Ja, das glaube ich. Weil ich denke mir immer. Während ich im Boxring stehe oder im Training, ich bin nie nervös. Kannst du mit einem Aliva-Song einlaufen? Bro, ich überlege noch. Wir sind immer noch dran. Wir saßen die letzte Folge, haben uns auch richtig lange überlegt. Ich bin jetzt mittlerweile auf dem Pfad, dass ich sage, ich nehme so einen. Zeig. Kennst du einen epischen? Oder willst du noch nicht zeigen? Stimmt, ich will gar nicht zeigen. Durch den Monsun wäre krass. Aber ich kann dir den Vibe zeigen. Nimm irgendwas vom Römischen Reich. Ich will den Vibe so. Ja. Du hattest das viel zu schnell parat. Okay, es ist zu leise. Es war viel zu schnell. Wie hast du das so schnell? Einfach so random mal irgendwas an. Der hört sich das jeden Tag an. Ich war auf Spotify. Ich habe einfach in der Playlist. Der hört sich das jeden. Ich war eben schon, bin ich reingekommen und habe dein Zimmer gesehen. Das kranke Schwein, das weißt du ja, ne? Der hat ja über seinem Bett einen riesen Spiegel, so ein 2 Meter mal 2 Meter Spiegel hängen. Genau. Und dann hat er mir auch gesagt, dass man da, wenn man zum Beispiel da so mit sich selbst ein bisschen eine Zeit hat, dass man sich dann einfach selbst angucken kann. Und dann hört er diese epische Musik und guckt und sagt, und die wahre Geschichte war, Johnny ist reingekommen und hat es angeguckt und hat gesagt, boah, Digga, wie geil. Ja. Juli, Alter, du jackst hier safe hier drunter, oder? Schon, oder? Aber ich meine, das ist ja schon, sag mir mal den Grund, warum du einen Spiegel über dein Bett gehangen hast. Jetzt sag wirklich ehrlich. Das ist cool. Nee, sag das ehrlich. Das ist eine coole Abwechslung im Schlafzimmer. Für was? Für was? Für, wenn du nachts Filme gucken willst, kannst du dich so nach hinten aufs Kissen legen und dann kannst du an die Decke gucken und dann spiegelt das nach unten. Ist das nicht irgendwie, ist das nicht gespiegelt? Es ist spiegelverkehrt. Ja, aber du musst dann andersrum denken. Aber die Serie habe ich ja auch, wenn ich einschlafen will, dann muss ich die Serie auch nicht so kennen. Dann ist es eh so. Musst du den Spiegel noch einmal umdrehen, dann ist das Bild auch gedreht. Ich habe gesagt, Mike gerade gedreht hast. Wow. Einmal umdrehen. Aber ist auch geil, weil du hörst ja den Echo einmal über die Welt und dann hast du das auch noch falsch rum. So einfach auf dem Kopf. Julie ist so ein bisschen gegen die Physik. So Folgentitel ist einfach Julie von hinten einfach. Ja, geil. Julie gegen die Physik. Varion fickt Julie von hinten. Ja, Spaß. Ja. Aber es wäre nicht gut, weil ich habe mal gesehen, wenn jemand so einen Schlag auf den Hinterkopf bekommt. Bro. Alter. Yeah. Too early. Aliva, ja. Woher kommt der Hype? Zu deiner Frage, ganz zu Beginn. Aliva macht es schon Jen tatsächlich. Jen claimt das sich für sich selber. Deswegen seinen Videos. Hast du einen Sound da so viral gehen lassen? Also ich habe Aliva auch. Das war schon 90% wegen ihm wahrscheinlich, ne? Nein, also. Also, ich habe sie gesigned auch früher, vor 15 Jahren. 2003? Nein, also ich habe sie wirklich schon lange auf dem Schirm, weil mein For You und alles, ich bin ja schon so ein kleiner Fuchs, was alles gerade abgeht, so was gerade viral geht, musiktechnisch. Und ich habe immer ihre Videos früher gesehen. Sie hat so halt so ein Heartbreak gehabt. Bei ihr ist halt alles, was sie so singt und so echt. Ja. Alles so. Sie hatte so, ja. War der Heartbreak Mero? Nein. Haben die was? Nein, ich erzähl. Okay. So, die hatte einen Ex-Freund, der hat die voll so, ja, du machst das nicht. Und dann hat die so Videos gemacht, wo sie singt. Und dann gab es so Memos und so, die auch mit in die Lieder genommen hat. Du löscht das alles, bla bla. Ah, krass. Und sowas. Und dann, ne, dieses Lied Deine Schuld hat die dann so mitgemacht und bla 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 hin und her. Ja, und dann immer wieder so, das Coole war halt wirklich, dass alles bei ihr so real emotions war. So alles, was sie so gesungen hat und so, konnte man richtig nachvollziehen, weil sie so diese Geschichte hinter hat. So, sie hat nicht irgendeinen Quatsch gelabert. Ja. So, und dann also, hat auch eine geile Stimme. So. Ach du Scheiße. Ja, wie Julie so ein richtig bisschen. Richtig cool. Ja, und dann kam das so auch noch weiter. Und dann kam das auch mit Mero, das Lied. Das ging auch übel ab. Hab jetzt irgendwie 70, 80 Millionen Streams. Wow. Mit Mero so nach kurzer Zeit. Und jetzt so, in der letzten Zeit haben es richtig viele dann auch gecheckt, so mit TikTok. Und jetzt hat sie ein neues Album gedroppt. Und jetzt teilweise, sie geht auch auf Tour, so füllt Mercedes-Benz Arena und so. Ehrlich? Ja, stimmt, sie war vor ein paar Tagen. Das ist so Luciano-Apache-Ebene ist sie schon. Und du musst auch überlegen, eine Mercedes-Benz Arena musst du ein Jahr im Voraus buchen. Ja, safe. Und da sind es 14.000. Plätze. Digga, das heißt, die wusste von einem Jahr, bevor ihr Album überhaupt wahrscheinlich erstmal in Planung war. Krass, ne? Ich muss jetzt was droppen, was die Halle füllt, sonst machen wir fett Minus und ich gehe nie wieder auf Tour. Sollen wir das jetzt auch mal ankündigen? Das können wir nur erfolgreich. Nein, auf keinen Fall. Das fände ich schon geil. Das ist so teuer. Ja, aber wisst ihr, was? Ich habe mich mal informiert, was so, das ist richtig. Du musst irgendwie. Alleine so kleine Hallen schon, wo so 1500, 2000 Leute reinpassen, nur so, kostet schon irgendwie so 10.000, 20.000 Euro, dass du die auf jeden Fall so nehmen musst und so, auch wenn es nicht stattfindet und so. Das kostet auf jeden Fall so nur die Halle. Okay. Und jetzt so eine Mercedes-Benz, dann kannst du ja hochrechnen. Das sind bestimmt so 100, 150. Ich war, ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen kann, sonst muten wir. Rosa meinte, ist ja eine Bookerin. Die weiß Bescheid, was so die Mieten sind. Die Mercedes-Benz Arena ist eine Anzahlung für die Booking 100.000. 80k hätte ich auch 100, gesagt. 100, ja, guck mal, geil, hab ich gut gesagt. Miete. Krass, Anzahlung. Ja. Ja, und stell dir mal vor, sie macht ja nicht nur die alle. So, wenn die jetzt 8 Stops oder so Tour hat, dann hat die ja noch irgendwie Lanxess Arena oder irgendwie sowas. Oder keine Ahnung, welche Arenen. Dann sind das fast schon irgendwie 1 Million Euro. Nur für die Arenen, die du weggibst. Wenn du überlegst, so jemand wie Apache, der war ja so in einem ultra krassen Hype, auch während Corona schon, auch vor Corona. Aber sie, die ist mir wirklich erst seit maximal einem halben Jahr ein Begriff. So,
Bro, mir ist der Begriff seit 2 Wochen und dann haben wir das Album im Auto gehört und du merkst halt aber echt, dass das ein anderer Sound ist. Ja, safe. Das ist schon was Spezielles, was du da gehört hast, weil das war, jeder Song war anders und es ist kein Sample oder so, oder da habe ich was verpasst. Dieses Weiße Haus auch, ne? Ja. I wish I can make you happy. Ja. Man denkt, das Sample ist nicht und das, daran merkt man so, yo, die saß schon lange mit ihrem Team im Studio. Wirklich cooler, lieber, wenn du das siehst. Ich liebe dich. Geil. Ich find, sie hat kommentiert bei mir. Sie weiß, dass ich existiere, aber nicht du. Ja gut, ich bin 12 Jahre zu alt. Alter, Johnny vom Radio. Ja, Johnny. Jetzt kenn ich das von neue Radio Lied von Aliva. Hast du Lieder von ihr immer so? Hast du gesagt, jetzt das neue Album von Aliva. Hässlich. Schön wär's. Ich hab Michael Patrick Kelly anmoderiert, Alter. Ey, aber was ich krass finde bei den Aliva-Konzerten, ist, dass du immer eine da drin hast. Kennst du diese ganzen Videos? Die so richtig laut schreit. Die so schreit. Boah. Und da ist alles da. Fuck mich das ab. Aber es ist krass, dass alle in diesem Stadion schreien. Also du hast ab und zu Songs. Es ist schon ein Unterschied, ob du das so mit feierst und mit grölst oder ob du schreist einfach. Ja. Digga, das ist doch voll schwer, ein Konzert zu genießen. Ich glaube, alle Girls sind da heartbroken, die da sind und die schreien in ihre Seele raus, ne? Ja, ja. So verlässt so ein Dämon Aber ich haben auch viele spekuliert, dass Meadow und sie vielleicht jetzt ein neues Pärchen sein könnten. Meadow hat sich auch krass gemacht, finde ich. Wenn man ihn so jetzt so das sieht. Ab dem seit Jahren nicht mehr auf dem Schirm. Der war ja so ein bisschen so, ich kannte den durch Frankfurt, weil diese ganzen, der kommt ja aus einem Ort hier, Rüsselsheim, neben Frankfurt. Und da waren so, die Frankfurter hatten alle den auf dem Schirm, aber jeder hat den gehasst irgendwie so, weil er Streams gekauft hat und so. Ja, genau, weil da war dieser Riesenskandal auch. Der war da bei Chata im Label, glaube ich. Und dann gab es diesen großen Skandal mit gekauften Klicks und sowas. Ja, keine Ahnung, crazy. Cengo schreibt Aliva gerade. Nee, hallo. Reden gerade über dich mit Johnny von Energy. Ja, das geht noch. Muss aufpassen, sonst kriegen wir Copyright-Strike wieder. Ja, hast du recht. Aber nee, hast du die bekommen? Cool. Die singen auf jeden Fall sehr, ja, das ist halt, dann ist nicht monetarisierbar. Aber das ist einfach, das ist krass, wie auch simpel ihr Text ist, dass man das auch mitsingen kann. Ja, ich war jetzt mit meiner Mom auf einem Apache-Konzert. Wirklich? Ja, Mann. Ist sie Single? Weiß nicht. Weiß nicht, ob deine Mom Single ist? Ich hab sie nicht gefragt. Aber warte mal, die sind wirklich getrennt dann? Ja, die sind meine Eltern schon würdest ewig. Wenn die getrennt sind, redest du nicht mit deiner Mom darüber, ob die einen anderen Mann trifft? Nein, meine Mom hat einen neuen Mann. Okay. Die hat, meine beiden Eltern sind, also ich war wirklich, das ist kein Witz, ich war in meinem Leben auf 5 Hochzeiten und die waren alle von meinen Eltern. Was? Meine Mutter ist 3-mal verheiratet, mein Vater auch. Das ist Folgentitel, 5 Hochzeiten von meinen Eltern. Ja, kein Scheiß. Und es ist wirklich so, dass, also nicht, es ist ein bisschen übertrieben, aber ich war auf den 3 Hochzeiten logischerweise meines Vaters und dann auch auf beiden meiner Mutter. Wie ist die Stimmung so? Geht die so, bei jeder Hochzeit geht diese Stimmung so ein bisschen weiter runter, oder? Ich denke mir jedes Mal so, wenn mein Vater dann so da sitzt, denke mir so, Digga, der hat doch safe irgendwo so eine Bonuskarte. Ach, so hat eine Stempelkarte. Genau. Beim 5. Mal kriegt er eine Gratis-Hochzeit. Bei der nächsten Hochzeit kriegen wir so einen Auffahrunfall gratis oder sowas. So eine Säule. Meinst du nicht die Frauen, aber wenn du zum 3. Mal verheiratet bist, geht die schon mit der Stimmung da rein so, ja gut. Na gut. So lang wird das jetzt nicht halten, oder? Nee, ist doch scheiße. Nee, ich glaube auch, dass so wo die Liebe hinfällt. So, ich glaube, ja. Julie. Was denn? Ich frag doch nur. Sei doch mal ein Romantiker. Ja, was ein Gottloser. Bro, du hast mit Stempelkarte angefangen. Nee, aber wir. Oh, komm, was geht wieder los? Nein, der ist nicht. Ey, das ist Varion. Das ist eine Spionagebiene von Varion. Der guckt gerade wie Julie drauf. Dann sieht er dieses Wichszimmer mit dem Spiegel und denkt sich, ah, Digga, Varion, wir müssen nicht trainieren. Ich brauche gar nicht trainieren. Ich brauche nicht trainieren. Der unaniert nur. Scheiße. Wann hast du das letzte Mal eingewichst? Ah, wollen wir nicht drüber reden über sowas, oder? Sag mal. Nee, ich mach's nicht mehr so viel wie damals, also auf jeden Fall vor Boxkampf. Mir wurde bei Tio auf mir was Interessantes gesagt. Ja, mit Testosteron. Wenn du masturbierst, verlierst du Testosteron. Ja. Und Testosteron ist gut für so Kampfsport. Aber er kann jetzt öfter, wegen 30. Ja, er kann öfter. Ja, aber ich mache auch sehr wenig. Ich mache sehr, sehr wenig, weil das ist wirklich, habe ich auch einen Artikel zugelesen, dass das sich auch, kennt ihr dieses Down, was man danach hat? Ja. So dieses, so ein bisschen Antriebslosigkeit das, und das sowas. Das heißt Post-Nut-Clarity. Post-Nut Clarity ist nochmal was anderes, aber trotzdem, das ist auch saugeil. Oh. Jetzt kommt es psychologisch. Das ist dieses, wenn du merkst, aber mit der Person sollte ich mich doch nicht treffen. Du bist so, denkst du so, ja Mann, ich schwöre, ich nehme morgen buche ich ein ICE, morgen fahre ich nach Hannover, mir alles scheißegal. Bis welche, so, naja. Ganz schlimm. Also wirklich vor jeder wichtigen Entscheidung masturbier einfach einmal. Ja, das ist auch, ist auch geil, wenn du zum Beispiel von einer wichtigen Prüfung masturbierst, aber halt nicht in der Uni. Das ist illegal. Ja, das stimmt. Das darf man nicht. Hattest oder auf mein lieber Konzert. Hatte ich das auch nicht vor in der Uni. Warum? Keine Ahnung, das ist voll umständlich. Cool. Wo denn in der Uni? Keine Ahnung, so Lehrerzimmer. Aber ich hab mal in der Uni 2 aber erwischt, die auf Toilette. Wen?
einfach zwei Mitstudenten so. Ja. Die haben da gebumst oder was? Ja. Krass. Ich habe mal auf einer Studentenfeier in der Uni, hat ein Dozent was mit einer Studentin gehabt. Hat die danach eine Eins bekommen? Ich schwöre, alle haben danach gesagt, die hat ihr Studium nur bekommen, weil das war. Ja. Safe. Und gut. Ich bin dann, das ist auch wieder voll unfair, weil ich habe ihn dann auch zu dem Professor und er meinte nein. Also da will ich nicht. Also, nee. Dann hast du die Oma genommen, die Schulleiterin. Genau. Die wie heißt das denn? Dekanin. Da hat das angefangen, Alter. Ja. So habe ich meinen Abschluss bekommen. Hast du eigentlich einen Bachelor? Ja, ne? Ja. Krass. Wie er das wie abgehoben erst gesagt hat. Ne? War voll einfach. Oh, Digga, wie sehr kann man noch jetzt mehr Bastard werden? Das auch. Und wollte das nie machen. Mama so. Ja, das will ich. Du musst dir die Finger anziehen. Das herkommt. Warum nicht? Warum? So kommt man aus sich heraus. Das war richtig unangenehm gerade. Das war richtig unangenehm. Das ist so blöd, wenn wir jetzt irgendwo hinfahren, letztens auf Tour bei ihm. Und jemand macht sowas Weirdes, was nicht krass ist. Mhm. Meine Ahnung, du bist eine Treppe runtergeslidet. Somit kennst du, wenn du eine Treppe runtergeslidest, du gehst so ganz kurz mit den Schuhen, die letzte so smooth runter, ja. Und dann guckst du nach hinten. Das ist so blöd. Cool. Ist gut. Das ist wirklich Unsinn. Das ist wie der hier, aber in neu. Der ist auch geil, weil, das hat auch ein Kumpel schon mal erzählt, da war so ein Typ, der kennt ja so Leute, die so an so einem Abend neu in eine Gruppe kommen, so an einem Feierabend, alle sind so ein bisschen besoffen, ja. Dann ist auch fein und man integriert den so ein bisschen. Und der war so, der hat dann so gesagt, Ex-Runde! Und alle sagen so, nee, Digga, wir haben das gerade für 12 Euro gekauft, wir standen eine Stunde an, wir exen da jetzt nicht. Ja, ja. Und dann hat er so geexen, also hat er danach so gemacht. Und auf dem Zeitpunkt war der einfach, da haben die so geteilt, als würden die nur noch Spanisch sprechen. Die haben einfach ausgeschlossen aus der Gruppe. Das ist bitter. Kennt ihr so Menschen, die so gar keine soziale, so eine Empathie haben und nicht wissen, wie sie sich so verhalten? Ja. Das war alles, was man alle einen Namen sage auf drei, aber wir schneiden es dann raus, aber ist witzig. Ja. 3, 2, 1. Wen hast du gesagt? Ich hab gesagt. So, er heult sonst. Wieso? Du kennst ihn. Nein, ist schon auch, der ist schon sensibel, aber der hat auch wirklich. Junge, jetzt sag doch einfach mal er. Ach so. Er. Ja. Okay, er ist schon. Ich mag ihn aber trotzdem. Es wird einfach die letzten 3 Sekunden von diesem Podcast. Können wir nicht senden. Piep, 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 piep. Das ist in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung. Fuck, Alter, ja. Krass. Okay, aber was war. Habt ihr da so eine weirdeste Story? Von jemandem, der so. Sich so random weird in der. die. Welche? Sag mir auch, ich will auch lachen. Nimm die eine Story aus dem Matrix und die andere aus dem Pearl, wo er bei Toilette rauskommt. So. Also, willst du das erklären ohne? Ja, aus dem Matrix, was meinst du aus dem Matrix mit den Getränken? Ja, wir haben uns im Matrix, ich und ich war da die ersten Mal in Berlin und dann sind wir Matrix gegangen, warum auch immer ich mich ins Matrix getraut habe. Sehr schön. Und dann haben wir so 2 Scavi und Rays geholt. Und haben so, die haben nur 25 Euro gekostet pro Flasche. Was? Ja, Scavian Ray einfach nur, ne? Die ist so Weißwein einfach nur, so ein kleines. Ja, safe, aber und dann haben wir da so Fontänen dran gemacht und so. Und dann sah das so aus, hat er es getragen. Und der hat sie, und dann sah das so aus, als hätten wir für 5000 Euro Flaschen geholt. An einem Mittwoch im Matrix, wo nur so 16-jährige Holländerinnen da drin waren. Und das war die erste Story. Und Toilette, ja. Der hat viel Reichweite und dann hat er zeigt immer so sein Handy überall direkt da so vor. So hier. Ich so, ja, die kannte mich, so irgendeine kannte mich, wollte ein Bild mit mir machen. Oh, ich so, kennst du auch so, ja, den kennt auch keiner und so. Und dann, der so, noch nutzt er so Handy raus und zeigt so, wie viele Millionen Follower. Und du hast schon wieder den Namen gesagt. Ja. Hab ich? Ja. Man muss muten, muss muten. Hab ich? Ja. Das kennst du und dann hast du den Namen gesagt. Egal. Ja, also, wir lieben ihn, aber er ist dich. Er redet halt nicht oft rum. Ja. Ich habe Boris gesagt. Boris labert auch echt manchmal echt viel Scheiße. Boris labert alle sind auch in der Gruppe und Boris haut was raus und alle gucken sich an und denken sich so, Junge, was war das denn jetzt? Boris ist der Typ, der, du fängst an, was zu sagen, der lacht, der setzt einen drauf. Ja. Boris will unbedingt, koste es, was es wolle, einen draufsetzen. Schafft's aber einfach nicht. Kackt komplett rein und dann gucken alle so rüber. Ja, okay, Boris hat einfach die Fresse. Ja, Boris halt Maul, Alter. Boris schwöre. Da, aber das ist auch ein geiles Spiel. Kennt ihr das, wenn jemand sowas sagt wie... So, es gibt immer, so wird immer weiter, die Übertreibung wird gesteigert. Und du sagst sowas wie, die Katze da hinten, Alter, die fuckt mich richtig ab. So, ja, lass mal hingehen und die so umschmeißen. Ja, lass mal hingehen und lass sie mal so in den Mülleimer schmeißen. Genau das, was ich gerade erklärt habe. Ja, pass auf. Kommt irgendwann einer, der irgendwas sagt, was... Genau, du musst dann die Mechanik brechen. Du musst dann immer, wenn einer über einen draufsetzt und dann der Letzte sagt einfach nur noch, der Erste hat schon gesagt so, wir müssen die den Hals umdrehen und in den Mülltonne schmeißen. Und dann sagt einer, ja, und dann stoßen wir die Mülltonne um. Und dann musst du den nehmen und sagen, Digga, du krankes Schwein. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Weißt du, du musst so richtig random einen rausbringen, der gar nicht übertrieben Reverse hat. Reverse Psychology. Ja, aber
Das ist wild, Mann. Wahnsinn, ne? Das sieht so schön aus. Ich hab noch was. Let's go. Wir hatten in der letzten Folge so ein paar Dilemmata. Ja. Ui. So, ich habe jetzt mal wieder welche versucht rauszusuchen, ob die cool sind oder nicht. Mhm. Naja, dann müssen wir gucken, wie wir entscheiden. Ich nehme das Überbevölkerungsdilemma. Ja. Angenommen, du hast die Möglichkeit, ein Programm zu starten, bei dem eine bestimmte Anzahl von Menschen gezielt getötet wird, um die Überbevölkerung zu reduzieren und die Ressourcen für zukünftige Generationen zu erhalten. Würdest du so eine Entscheidung treffen? Boah, krass. Aber das wird, weiß man vorher, wie viele sterben werden? Oder ist es einfach nur so random, so? So, dass halt sich alles so wieder ein bisschen regeneriert und so. Man kann es aber nicht. Man weiß nicht, wie viele, man weiß nicht, welche. Aber dann müsste man ja schon in so einer existenziell bedrohenden Situation sein. Also wo sind wir ja schon. Nee, aber jetzt gerade wird's. Ist doch voll chillig hier, oder? Yeah! Wochenende-Tour kommt! Kauf Tickets, Alter! Yeah! Na, aber guck mal, jetzt sitze ich hier oben mit dem Salito auf dem Dach. Aber was ist. Aber nicht klar, gibt doch genug andere, denen es schlechter geht. Boah, das ist ein sauschwierig. Ich glaube, wenn man an den Punkt kommt, wo wir alle bedroht sind, würde ich es tun. Aber bis dahin gibt's, Achtung, jetzt wird es ein bisschen pseudopathetisch, aber es gibt einen, im Buddhistischen gibt es einen Ansatz und die sagen, jedem Menschen, dem Schlechtes passiert, hat Schlechtes verdient auf Basis dessen, was er in seinem Vorleben getan hat. Ja, kenne ich. Und das finde ich ist ein... Wirklich? Ich finde, das ist der einzige, ich schwöre, das ist der einzige Ansatz, der mich zum Beispiel so Leid in Afrika so ertragen lässt, weil ich so dann den Mann im Ohr habe, den ich auf Sri Lanka kennengelernt habe, der meinte, alles Leid ist aus einer Vorgeschichte beruhend und niemand erfährt Leid ohne Schuld. So. Ich kenne das so ein bisschen anders, wo es heißt, dass die werden ja wiedergeboren, genau, in deren Glauben. Und die glauben dann auch, dass wenn du jetzt ein gutes Leben führst, können die in Ruhe sterben, weil die wissen, die werden dann gut wiedergeboren. Genau. Zum Beispiel, wenn du ein Mörder warst, oder so, dann wirst du zum Beispiel als, ja, als Kellerassel, genau, wiedergeboren. Das ist deine Bestrafung. Kellerasseln gegenüber. Aber, ja. Aber dann so tust du dich weiterentwickeln so ein bisschen. Genau, das ist ja der Ansatz, dass du irgendwann die ewige Ruhe findest und aus diesem Rad der Wiedergeburten ausbrichst, indem du das vollkommene Leben geführt hast. Und ich finde persönlich, dass es ein echt schöner Ansatz ist, weil so kann man, weiß man auch, dass man immer, wenn man jemandem was gibt oder wenn du was Gutes tust und das bereichert den anderen, dass du dein eigenes Karma dann irgendwie auch bereinigst. Ich finde das ein schöner Ansatz. Deswegen würde ich es dann in der jetzigen Situation nicht tun, aber wenn wir in eine Notsituation geraten, würde schon. Boah, Digga, das war so richtig deutsch, 15 Punkte Antwort. Richtig gut, Alter. Richtig gut. Willst du noch was dazu sagen? Ja, lass jeder seinen Sinn des Lebens sagen. Okay, Cenk, was ist dein Sinn des Lebens, denkst du gerade? Mein Sinn des Lebens? Deine Definition, Sinn des Lebens. Cenk Squad. Wieso kommst du jetzt darauf? Weil er gerade eine davon von dem Buddhismus erklärt hat. Mein Sinn des Lebens ist, zu schätzen, was man hat. Und ich glaube wirklich aus jeder Situation einfach so das Coolste zu machen. Deswegen bin ich ja so spontan. Lass diesmal, lass das machen. Lass hier hingehen, lass da hingehen. Nimm jeden mit dahin, was ich mache. So, deswegen mache ich das mit meinem ganzen Squad immer, diese ganzen Dingens. So, weil ich einfach so aus allen Situationen, alles, was wir machen, immer das Geilste, Coolste und Beste rauszuholen will, was geht. Und ich glaube, man sollte nicht irgendwie gucken, so, ja, ich will in 5 Jahren mal irgendwo hin oder ich will dies machen. So, das heißt nicht so, scheiß auf alles und keine Ahnung, verkauf alles und reiß um die Welt, aber so, ey, wenn dich das glücklich macht und du das machen kannst, dann mach das. Und wenn du dann wiederkommen musst, weil du kein Geld hast und 3 Monate erstmal wieder arbeiten musst oder 6 Monate Vollzeit, um wieder genug Geld zu haben, um das zu machen, dann musst du das machen. So, aber du hast diese 6 Monate oder ein halbes Jahr, wo du weg warst, deinen Traum gelebt und hast eine gute Zeit gehabt. Deswegen glaube ich eher so dein Leben jetzt leben und ja, das schätzen. Cool. Stark. Ich denke, dass man sich auch mal zufrieden gibt, weil wir alle wollen immer mehr. Wenn du bist jetzt, ich wohne jetzt in dieser Wohnung, ich will schon wieder eine neue, so auf den, weißt du so, yeah. Du bist sehr schnell zufrieden mit dem, was du hast. Ja. Einfach auch mal zufrieden geben mit dem, was man hat. Ich habe mich voll darüber gefreut, dass ich jetzt denke, okay, mein Job ist gerade, dass ich hier jetzt eine Podcast-Folge aufnehmen kann. Cool, ja. Und das erfreut einmal, aber du musst auch wirklich mal dich daran erinnern, dich darüber zu freuen. Voll. Auch mit, keine Ahnung, einfach mal gesund zu sein, so, das ist ja das größte Problem. Wenn du, sobald du Schnupfen hast, denkst du, boah, Bruder, ich wäre einfach gerne mal gesund. Voll. Auch einfach mal mit der Gesamtsituation jetzt gerade zufrieden sein, mit sagen, ey, mir geht's eigentlich schon echt gut, ohne dass ich jetzt immer mehr will. Ja, Mann. Ich glaube, Tag und täglich zu leben, sagen, ey, ich bin glücklich, das ist, glaube ich, der Sinn des Lebens, dass du irgendwann dich einfach zufrieden gibst. Da gibt's doch diese krasse Debatte, also finde ich eine sehr schöne Definition, es gibt so eine krasse Debatte, wo so ältere, Markus Lanz beispielsweise sagt, so dass unsere Generation so nichts mehr aus sich macht und wir so Faulenzer geworden sind und wir wollen eine 4-Tage-Woche und so bla bla bla. Aber dann gab's einen schönen Gegenkommentar, wo jemand aus unserer Generation meinte, wir können nichts dafür, dass wir, unsere Generation, mehr nach Glück als nach Statussymbolen lebt. Und das ist so. Stimmt. Ganz viele in meinem Freundeskreis, so, die streben gar nicht so krass an, irgendwie ein fettes Auto zu haben oder irgendwie ein fettes Haus, sondern einfach so,
so wirklich glücklich zu sein, das zu tun, was man tun möchte. Da sind wir auch in einer privilegierten Situation. Oder? Ich schwöre, so alte Menschen leben einfach für das, was die Nachbarn denken. Ja, ja, voll. So alte, auch meine Familie und Eltern so, das Wichtigste ist, was denkt der Nachbar von uns? Ja, scheiß auf deren Glück. Egal, ob die glücklich sind gerade, ob die mit ihren Outfits zufrieden sind. Wenn wir jetzt rausgehen und der Nachbar sieht, was ich hier für eine Hose anhabe, das ist nicht gut. Ja, das ist ja deutsch auch. Großeltern so schlimm, was das angeht. Man muss aber auch sagen, dass gerade die Generation unserer Großeltern halt auch extrem geprägt ist von den Dingen, die damals passiert sind. Also das ist nochmal eine ganz andere. Also wir sind sehr privilegiert, dass wir jetzt hier sitzen können. Unsere größte Sorge ist, wer das nächste Salitos bringt. Ja. Schön. Deep. Das gefällt mir nicht. Himmel! Ja, es war gut, es war, ich war mal ausnahmsweise gutes, deepes Thema. Nächstes Dilemma, wo welche sterben. Ja, gut. Das unschuldige Opferdilemma. Du bist Geiselnehmer und zwingst jemanden dazu, eine Tat zu begehen, die viele Menschenleben gefährdet. Du weißt, dass die Person unschuldig ist und keine Wahl hat. Würdest du die unschuldige Person zum Töten zwingen? Boah. Ich hab das gar nicht verstanden, du. Ja, aber das ist schon hart. Aber ich finde, ja, diese Moraldilemma sind nicht treffbar aus einer Situation, in der man nicht involviert ist. Also so, weißt du, jetzt das zu sagen, ist, das musst du, kannst du nicht. Also ich hab dich als Geisel genommen und ich habe euch beide als Geisel genommen. Ich zwinge dich jetzt, Julie, zu töten. Ja. Du weißt, dass die Person unschuldig ist und keine Wahl hat. Also du hast gar nichts gemacht, du bist ja einfach nur hergekommen. Genau. Würdest du die unschuldige Person zum Töten zwingen? Guck mal, das Ding ist, man ist immer in solchen Situationen, jetzt sind wir rational und können das so beurteilen, aber wenn du in der Situation bist, bist du emotional so involviert, dass du da, also es ist ja wie so diese Paniksituation, keine Ahnung, Love Parade oder sowas, ist der beste Beispiel. Jeder würde sagen, boah, ich helfe meinen Mitmenschen, aber wenn es um dein eigenes Leben geht, dann sind wir uns immer selbst am nächsten. Das ist schon, Julie hat richtig so das Gefühl, also wenn ich in Julies Kopf gerade reingucken würde, habe ich das Gefühl, aber als würde er kein Deutsch sprechen. Römisch, als hätte er so jetzt 30 römisches Sekunden. Reich. Ja. Was? Okay, warte, ich hab ein Dilemma, was ein bisschen einfacher ist. Es ist aus einer Folge Black Mirror. Würdet ihr, es gibt so eine Geiselnahme, so eure besten Freunde sind so Geisel genommen worden und der Geiselnehmer sagt so, ey, wenn du jetzt, du kannst deine Freunde nur befreien, wenn du Sex mit einem Schwein hast, das filmst und postest. Stimmt. Das ist eine Black Mirror-Folge, ja. Ja, was ist jetzt die Frage? Also würdest du es tun, würdest du das machen, dich filmen dabei und das Schwein bumsen und du weißt nicht, ob diese Geiselnahme real ist. Oh. Wenn man es über Minute ziehen kann, damit das Beta-Programm mit reingeht. Okay, damit es monetarisiert ist. Warte, wichtige Frage. Ist das Video eine Coop? Ja. Muss ich das als Anzeige kaufen? Das ist Rügenwalder. Ist das Video eine Coop mit Dr. Edgar? Neuer vegane Hack. Ist das eine ganz komische Aktion von irgendjemandem? So neue Illegella Cup. Scheiße. Ja, um deine Freunde zu retten. Ich denke... Aber du weißt nicht, ob es real ist. Was? Ich denke, du weißt nicht, ob der Geiselname real ist. Ich denke, du gehst. Nee, du weißt, ja, aber du nimmst das. Es kommt eine Nachricht, so nach dem Motto: Ich habe deine Freunde als Geisel genommen, da steht ein Schwein, ich habe ein Foto gemacht, du musst jetzt da hinfahren. Aber ja. Ich habe die richtige Lösung. Als erstes, was du machst, ist, du rufst deine Freundin an und guckst, ob das stimmt. Das ist ja so funktioniert das ganze Spiel. Ich glaube, das machst du als erstes. Ja, bist du. Ja, Junge. Buchtickets. Freitag. Matrix, Gavin Ray. Ich würde es tun, weil... Ey, Alter, du gottloses Schwein. Du. Junge, ich versuche meine Freundin zu retten. Aber ganz kurz für dich, Julie, du könntest auch das Gleiche machen, nur ohne, dass die Freundin in Geiselnahme sind. Also du könntest einfach nur das Schwein bumsen. Das wäre auch eine Option. Ohne das zu posten. Ich kenne diese Leute, die spielen so entweder oder. Ja. Also, willst du lieber ein Schaf bumsen oder eine Kuh? Und die sagen so, geht beides? Würdest du diesen Hotchip essen? Alter, für 100.000 Euro. Für 100.000 Euro würde ich einen Schwanz im Mund nehmen. Du könntest auch den Hotchip essen. Du musst... Das finde ich so geil. Kennt ihr diese Leute, die mit so einem Hotchip auf so einem Messen sind und so Influencer so fragen, für wie viel Geld würdest du... Und so Influencer haben ja gar keine Ahnung mehr von Geld. Ja, für 100.000 mache ich es. Unser letzter Gast, Emily, hat das gemacht. Für 100.000? Nein. Achso. Für 1.000 Euro aber. Echt? An der Gamescom hat den Hotchip gefressen. Ach, für 1.000 Euro? Ey, richtig. Ich habe letztens so ein Stück, so ein ganz kleines, gegessen. Wir haben Videos sogar. Ach, ja? So ein Video, kann man es einblenden? Ja. Ist es hart? So ein ganz kleines, also wirklich. Wenn man das schon weg... Ja, dann brechen kleine Ecken ab. Ist jetzt... Okay, die Zunge. Oh. Das ist locker so eine Stunde lang noch gebrannt und das war, man musste trinken. So ein Stück nur. Und jetzt will ich gar nicht überlegen, wenn man sich so ein ganzes... Ey, wenn man das für 1.000 Euro macht, muss man das versteuern? Ernste Frage. Nein. Warum? Weil das irgendwie so ein Ding war von... Tausch. Du musst ja auch nicht Geld versteuern, was du geschenkt bekommst von deinen Großeltern. Habe ich letztens erklärt bekommen. Ja, eine Erbung schon, aber eine Schenkung nicht. Ja, ist eine Schenkung. Also, ist das Schenkung von deinen Großeltern? Ist ja Weihnachtsgeld. Weihnachtsgeld nicht, ja. Aber das ist, ja, aber auch, ob das jetzt Weihnachtsgeld ist oder dein Geburtstagsgeld, ist ja scheißegal. Ja, aber die können dir nicht hinausschenken. Nein. Wenn die dir Bargeld schenken,
Ich glaube, egal, wahrscheinlich würdest du da so bis 10.000 Euro oder so gehen. Ich würde meine Oma verkaufen. Wenn du auf einer Messe Geld bekommst, versteuer das nicht, sei kein Opfer, Alter. Ich schwöre, scheiß auf Finanzamt, sei mal kein Opfer. Geh mal nicht zum Finanzamt und ruf dir doch an. Jo, Leute, ich habe hier 1.000 bekommen. Leute, komm zur Tour. Ich habe schon gesagt, stell dir vor, du bist so, du entführst so ein Millionärskind, ne? Und dann erpresst du so die Familie. Und dann nimmst du so 100.000 Euro an, dann gehst du damit zu deinem Steuerberater. Ganz kurz, ich habe noch so eine sonstige Einnahme aus dem November. Wie machen wir das jetzt? Habe ich einen von Scholz Kindern entführt. Scheiße. Habt ihr das mitbekommen mit Scholz und Monte? Ja, dass Monte da Ärger bekommen hat, weil er im Stream gesagt hat, dass er noch eine Augenklappe verpasst. Dass er Scholz eine zweite Augenklappe verpassen will. Und dann war der auf dem Event und da war Scholz auch. Und dann wollte Monte so, ey Olaf, komm mal, ich will mal mit dir wegen Steuern reden. Und dann wollte er nicht kommen und so. Und dann das ganze BKA war dann total... Wo war das? Der ist nicht auf irgendeinem Bild-Event oder auf irgendeinem Event. Ja. Und dann meinte er, ja, Scholz ist nicht so gut auf dich zu sprechen, weil du das im Stream da gesagt hattest mit zweiter Augenklappe. Aber das ist auch dumm. Du kannst doch nicht auf ein Event mit Scholz eingeladen sein und vorher sei er es eben auf dem Fresserhaus. Warum? Ja, warum werden diese zwei Welten vermischt? Wieso ist Twitch und Bundeskanzler auf derselben... Ja, das ist crazy. Aber weil er halt so diesen Bezug zur Jugend haben soll, so angeben. Bro. Ja. Das ist crazy. Aber warum hat er deine Augenklappe? Was ist mit ihm passiert? Ja, er ist doch mal irgendwie hingefallen. Beim Joggen. Und hatte dann eine Augenklappe in der Zeit. Leute, ich habe noch nie einen gesehen, der beim Joggen, vielleicht hat er gegen Varion gekämpft oder so, aber der hat doch keine Augenklappe, weil er beim Joggen aufs Auge fällt. Da hat auch irgendjemand mal gesagt, dass der Anton Hofreiter, dieser andere Politiker... Wo der von der Bühne gefallen ist da? Ja, genau. Da gab es schon mal so einmal Beef und die haben auch Beef politisch gehabt. Und dann hieß es, dass der Hofreiter den mal aufgelauert hat und hat ihm mal in die Fresse geworfen. Das ist auch... Es war safe irgendwas Peinliches und er wollte es nicht richtig sagen. So eine Katze hat ihn gekratzt oder so. Nee, wisst ihr, was es ist? Der hat über seinem Bett einen Spiegel hängen. Ja. Hat er sich einen gejaxt auf die aktuelle Regierungspolitik. Scheiße. Das Römische Reich. Ja, genau, das Römische Reich. Auf so Gladiatorenkämpfe. Bei einem Ayliva-Konzert ist das dann passiert. Olaf Scholz im Moshpit. Stell dir mal vor, Olaf Scholz würde auf einem Ayliva-Konzert unanieren. Olaf, wenn du das siehst, beim nächsten Event kriegst du eine zweite Augenklappe von uns. Und kauf Tickets für Freitag, Schenko Squad. Willst du mal auf Tour im Oder Wei sein? Auf keinen Fall. Warum nicht? Du Wichser. So ein Wichser. Wo seid ihr denn? Seid ihr nochmal in Berlin? Ja. Wann? 11.11. Ach du Scheiße, ja, da bin ich dabei. Natürlich. Ich sag jetzt schon zu. Cool. Öfter. Wo? Im Haubentaucher. Geil. Willst du Boxkampf kommen? Wann ist das? 25. November. Muss ich da irgendwie dir beistehen? Willst du kommen? Willst du mit reinlaufen bei ihm? Mit diesem Dino-Kostüm. Oh, ja, ohne Hose. Mit Ayliva. Ja, Digga, ist es in Köln, ne? Düsseldorf. Sag ich doch. Ja, ich bin safe dabei. 25.11. Easy, schick dir Link, kannst Tickets kaufen. Von Tour! Django Squad! Meinte Django Squad. Mist, hatte ich gerade kurz die Hoffnung, dass ich so einmal in meinem Leben auf so ein Influencer-Event eingeladen werde. Das wäre fast passiert. Hast du noch nie? Doch, einmal. Als ob. Was würden wir tun, wenn wir auf einem Event mit Olaf Scholz wären? Würdest du ihn fragen, ob er mit dir einen TikTok dreht? Wäre schon krass. Irgendwas dreht man da? Weil für ihn ist das schon stark, so Bezug zu Jugend und so wenn das. Aber das ist, glaube ich, diese Sicherheitsvorkehrungen auch, die meinen ja, da in Monte sollen übelst krass dann gewesen sein. So. Ja, ja. Weil, also es ist alles, man denkt so, der taucht da einfach nur so auf, das ist da so krass abgesichert. Ist schon echt so eine andere Welt. So. Aber so zum Beispiel jetzt... Ich glaube, das wird gar nicht möglich sein mit... Der amerikanische Präsident, der hat ja Secret Service und so, die ist nochmal übertreiben. Ja, das geht gar nicht. Der heißt ja Pegasus Secret Name oder so. Ja. Deutscher nimmt das schon nicht so ernst. Doch. Oder? Nicht so doll wie Amerika. Ja, das stimmt. Ja. Aber der hat auch so einen gepanzerten Mercedes, der übelst, da kann eine Granate drunter explodieren, da passiert nichts. Krass. Hat er so ein YouTube-Video geguckt. Was wollte ich gerade sagen? Nein, wirklich, wissenswert. Wirklich. Das ist ein gutes Video. Ja, und er ist auch schon in Deutschland ganz krass. Ja. Aber cool. ich finde es so insane, dass trotzdem die beiden, dass Monte und er auf einem Event sind. Ja. Das ist einfach, da steht so einer und der war noch so. War auch Younes oder so da und hat mit Olaf ein, zwei Videos gedreht? Ja, der hat so Zaubervideos gemacht mit so Bällen und so. Jo Leute, wir sind jetzt mit Olaf Scholz. Aber ich find das so crazy, dass so auf diesem Event findet so einerseits so außenpolitische Debatten statt, wo Scholz so steht und sagt, ja, wir müssen darüber reden, über Island. Und daneben ist so einer, der so raus aus der Kippe. So im Hintergrund so lacht. So, und sein Hund ist einfach dabei. Kylo, Digga. Kylo. Lass den Olaf in Ruhe. Digga. Schon crazy, Mann. Was eine Welt, ne? Geile Welt. Schöne Welt. Ey, ach so, du wolltest ja einmal kommen. Du kriegst jetzt hier deine 5 Minuten Sendezeit. Erzähl mal von deinem Podcast. Ja! Oh, ich warte schon wirklich sehr lange drauf. Du hast auch einen, habe ich gesehen. Ja, vielen Dank, dass ihr das erwähnt. Danke, dass ihr mit dabei seid. Es geht um Fußball tatsächlich. Das heißt, jeder, der wirklich so ein bisschen fußballmäßig unterwegs ist, muss so aber nicht sein. Pass auf, ich bringe euch, ich habe eine Geschichte dabei. Wir reden schon von NFL, ne? Also du hast ja extra das richtige T-Shirt angezogen. Ich habe keine Ahnung. Einen Podcast zu promoten. Unter Wasserhochsprung. es geht um Fußball.
Wir erzählen aber die Geschichten so vom Rand. Also es geht nicht darum, so was die neue Formation ist und warum Bayern letztes Mal 2-1 gespielt hat, sondern es geht darum, was für Geschichten passieren, so neben dem Fußball, die aber trotzdem so krass sind, dass man diese kennen sollte, damit du im Büro wieder erzählen kannst, geil, habe ich gehört. Pass auf, ich habe eine mitgebracht, ihr müsst raten, um was es geht. So funktioniert auch der Podcast. Wir haben eine Überschrift dabei und ihr müsst raten, was in dieser Überschrift wirklich passiert ist. Ja. Verrückt. Die Überschrift ist, weirde Rache an einem Schiedsrichter. Er hat die Schwester oder die Mutter oder die Frau danach auf den Insta-DM geschrieben und hat sie danach, du weißt schon, was gemacht. Getötet? Nein, Junge, so. er hatte mit ihr Sex. So als Rache. Wer mit wem? Ja, sozusagen der Spieler, der hat eine rote Karte bekommen, der schreibt dem Schiedsrichter Tochter auf eine DM und dann an Rambazamba. Boah. Stimmt das? Das ist, also, kennt ihr noch Genial daneben? War richtig gut, oder? Das war saugut. Das war richtig, also, boah, ich hätte gerne Cengos jetzt noch gehabt. Das war ich damals, als ich dann aufgehört habe mit meiner Karriere davor. Ja, das ist Kreuzband gerissen, was willst du machen? Nee, aber das ist krass, weil das ist, tatsächlich war es genauso in Brasilien, hatten eine Mannschaft verloren, der Clubboss von der Mannschaft war richtig wütend, weil es gab auch einen Elfmeter, der nicht so 100% gerechtfertigt war. Und dann hat er überlegt, fuck man, wie räche ich mich jetzt an dem Schiedsrichter? Und dann hat er die Frau vom Schiedsrichter gebumst. Ja, ich habe, glaube ich, einen Artikel gelesen, darum kam mir das, ja, doch. Er wusste es. Ja. Crazy, oder? Krass. Was geht denn abseits? So heißt der Podcast. Was geht denn abseits? Was geht in abseits? Ah, das ist ein Wortspiel wegen abseits. Wen habt ihr euch denn überlegt, Alter? Das ist ein sehr genialer Kopf. Grüße gehen raus an mich. Aber das ist ein alleine Podcast? Ja, mit einem Kollegen von Energy zusammen. Mit einem Moderatoren, Julian. Dein Julian Hutter, sehr guter Mann. Cool. Ich verlinke den, ihr könnt in der Bio seht ihr den Podcast. Tour-Tickets! Yeah! Dann machen wir Werbung für Freitag, Schengen-Squad! Du kommst 11.11. dann. 11.11. komm ich. Krass. Aber nur, wenn ich dann auf der Tour so eine Viertelstunde Live-Podcast-Fußballgeschichten erzählen darf. Dann so Musik aus. Genau, Musik aus. Zwei Stühle und dann kommt dann ein Dino-Kostüm. Stopp. Dann erzähl ich so richtig langweilig so eine Story. Wie lange? Ist das auch mit Video, aber? Ja, so wie bei euch. Also wir filmen, laden ab und zu mal was hoch, aber nicht in der Frequenz wie ihr. Das habe ich mich schon mal gefragt. Wer schneidet bei euch? Dobi. Ah ja, das haben wir nämlich nicht. Wir haben niemanden, der schneidet. Das heißt, ich versuche so. Also, aber schneidest du, also kommt der auch eine Stunde lang komplett auf Spotify? Nee. Alter. Nur Highlights. So. Was machst du den ganzen Tag? Das ist doch dein Hauptjob. Hä, wieso nur Highlights? Was ist das denn für ein Quatsch? Aber da müsst ihr mich mal aufklären. Ist das einfach, das als Video hochzuladen? Warte mal, Bro, warum lädst du deinen Podcast nicht auf Spotify rauf? Der ist auf Spotify, aber nicht als Video. Warum denn nicht? Du nimmst das auf. Ja, ja, aber nur so, aber eigentlich, ja. Ja, okay, verstehe. Das geht einfach. Ja, ich wusste, dass das einfach geht. Das Gleiche. Du setzt das Video noch dazu, oder nicht? Du machst das so einfach nur einmal Sync mit der Audio und dann lädst du das rauf. Ja, das ist einfach, wa? Habt ihr zwei Kameras oder eine? Eine. Ja, dann ist das, musst du das schneiden, Digga. Du musst ja nicht mal dann die Perspektiven irgendwie wechseln. Das ist einfach, einfach MP3, das lädst du MP4 rauf. Leute. Es ist noch frisch. Das wusste ich doch. Er war auf einem Lieferkonzert. Also konnte Leute, sich nicht ab Folge 6 gibt es den Podcast auch als Video. Ja, wahrscheinlich. Sag ich euch, wie es ist, wahrscheinlich. Müssen wir nochmal drüber reden. Aber wenn das so einfach ist, krass, okay. Das ist super einfach. Aber der einzige Punkt ist, dass wir halt so ein bisschen Post-Production-mäßig zu machen, so Elemente noch reinkommen und so Sachen, da ist die Frage, ob man das dann... Ja, da kannst du doch erst recht geile Diagramme und, so, und Artikel zeigen und Bilder zeigen. Das ist ja genau das Coole an Videopodcast, du kannst Sachen einblenden. Nein, das Ding ist, dass der Audio-Podcast geschnitten wird und das Video nicht. Dann machst du das simultan. Ja, es sind unterschiedliche Parteien. Es gibt eine Partei, die schneidet den Podcast, den Audio-Podcast, das ist ein Unternehmen, das das macht und ich habe die visuellen... Bro, die... Guck mal, du gibst das einfach mit. Du schnickst das einfach mit. Zeit. Guck mal, die können das, guck mal, ist doch das Gleiche. Die können die Audiodatei doch einfach. Du machst einmal, du hängst einmal die Audiodatei an die Videodatei. Ob der Typ jetzt das Video schneidet oder den Ton, ist ja scheißegal. Weil wenn er das schneidet, dann ist ja das Video auch geschnitten. Es ist ein sehr großes Unternehmen. Die haben dafür keine Zeit. Wer macht das? OMR? Ja. Junge, sind die blöd? Nein, sind sie nicht. Liebe die. Du bist ja nur OMR. Du bist doch nur die Audiodatei. Egal. Du hast das Video einfach da drüber. Ja, wir haben noch nie darüber geredet. Also, wir haben eine Convention in Hamburg machen jedes Jahr. Aber ich will sagen, die Datei mit einer Videodatei zusammenschneiden können. Die machen sehr, sehr viel so aus freien Stücken und ich wollte jetzt nicht noch mehr verlangen. Sehr schön. Direkt machen wir nachher Ansage mit Audio. Wir schreiben den nachher. Wir rufen die an. Und dann kommt dazu. Sieht so schön aus. Es sieht wirklich wunderschön aus. Warum hast du da das Rammstein-Konzert hier organisiert für uns? Ich weiß nicht genau. Ich dachte, Till Lindemann darf nicht mehr auftreten. Ist das zu früh? Hat er gar nicht gemerkt. Ich hatte so einen Auftritt bei so einem Format, was bei ARD und so ZDF und so. Aber du bist jetzt Comedian. Ja, richtig. Das mache ich immer noch. Und da habe ich auch so einen Rammstein-Gag gemacht und dann haben in den Kommentaren, wo ich zerrissen. Ja. Viel zu früh und da darf man keinen. Ich habe über Daniel Kübelberg hatte ich auch was gehabt, da war es auch ähnlich. Irgendwie. Was hat der nochmal gemacht? Daniel Kübelberg. Der war bei DSDS, oder? Genau. Was hat er gemacht?
Das kann man nicht sagen. Ach, echt so schlimm? Okay, shit. Hast du mitbekommen? Du kennst gar nicht damit Daniel Kühl. Oh mein Gott, stimmt, der hat Suizid begangen. Der ist von einem Kreuzfahrtschiff gesprungen. Ja. Oh. Ja. Oh Mann. Das ist kacke. Hast du richtig eingestuft, so von der, ob das gut oder schlecht ist. Ja. Ist nicht gut. So gut. Mann, ich wollte doch irgendwas fragen. Comedy, wie passiert denn das jetzt? Gehst du auf Tour? Gehst du auf Tour? Ich war schon. Stimmt, wollte ich hin. Kauft keine Tickets. Gebt eure Tickets zurück. Und mein letzte, auch vor 2-3 Folgen, haben wir darüber geredet, dass, ob wir schon mal bei einer Comedy-Show waren. Django meint so, ja, wir waren bei Johnny. Ich so, ja, das zählt ja eigentlich nicht, noch kein richtiger Comedian. Und ja, das, ey, aber damals stimmt es wohl. Ihr wart ja damals bei meiner Show, wann war das? Vor Energy war das, ungefähr, 3 Minuten hattest du. Vor 1,5 Jahren, nein. Ja. Dieses Jahr war richtig Tour, ich war richtig unterwegs. Geil, Mann. Aber ist das cool gewesen? Alter, also ich weiß nicht, wie es dir geht, das wollte ich auch schon mal fragen, wie kaputt bist du nach so einem Auftritt? Also komplett so, am Arsch. Aber wie machst du es denn, dass du musst ja teilweise am nächsten Tag dann für 5 Tage weiter durchziehen, oder? Ja, ne, wir haben nur meistens Wochenende. Also das meiste, was wir jetzt so haben, ist so vielleicht 2-3 Shows hintereinander. Okay, ja, cool, sowas bei mir auch. Weil das fand ich schon hart an der Grenze. Und wir sind wahrscheinlich doch, wie Markus Lanz sagt, diese Drecksgeneration, die nicht belastbar ist. Wie lange geht da eine Show von dir? 90 Minuten. 90 Minuten Material ist aber auch hart. Ja, ich mach immer so 30 Minuten Crowdwork. Und quatsch einfach mit den Leuten. Wie kriegst du denn 30 Minuten Crowdwork hin? Also ich rede einfach mit den Leuten. Und ist das gut, aber? Es hat, also ich werde euch davon nochmal Passagen zeigen. In Köln war es wirklich fast sagen 10 von 10. Da hatte ich eine Situation, die war so genial. Da war einer im Publikum, der war Postbote. Und dann habe ich einfach gefragt, wo lieferst du denn aus? Und dann hat er gemeint, ja, bei sich im Dorf. Dann sage ich, ja, Digga, lieferst du dann auch bei dir selbst zu Hause aus? Sagt er, ja. Sag ich, Digga, wie geil ist das denn? Der hat so ein Paket für sich selbst, fährt so hin, klingelt und ist keiner rein? Da. Da ist keiner da. Ja, pass auf. Dann sagt der, oh, der Hurensohn ist nie zu Hause. Und ihr wisst ja, was Postboten machen, wenn die wütend sind, dass jemand nie da ist. Der bringt das Paket dazu, so ein Paketshop, der so 100 Kilometer weit weg ist. Und dann kommt der nach Feierabend, kommt der privat nach Hause und sieht diesen Zettel und denkt sich, oh, der Hurensohn. Und da war Köln, es eskaliert. So alle waren schön. So, Digga, die waren so raus. Das war auch in meinem Kopf, ich dachte mir so, Junge, was ist gerade passiert? Okay. Krass, das ist das Geilste, wenn es so spontan. Manchmal gibt es so Momente, die sehr, sehr, sehr witzig sind. In Hamburg hatte ich eine Lehrerin, die mit ihrem Sohn auf der Show war. Die waren zusammen da, auch so eine ganz weirde Kombi. Hab den auch richtig angedichtet, dass sie was haben miteinander. Und es war auch, haben wir lange drüber geredet. Es geht immer darum, dass du einfach nur guckst, wer sind die Skurrilen im Publikum. Ja. Da gibt es immer was draus zu ziehen. Was war deine größte Show? Nee, nicht groß. Ungefähr? 200. Stabil. Ja, also es ist für Comedy nicht, also nicht riesig, aber nee. Schon. Also es gibt ja natürlich Leute, die Felix Lobrecht-mäßig. Ja. Wie teuer sind so Tickets dann? Ich habe 25 genommen. Denke, klar. Gehst du nochmal auf Tour nächstes Jahr? Nächstes Jahr wahrscheinlich, ja. Geil. Und wir machen ein bisschen was Besonderes. Ja, schon dumm, wenn man nicht auf Touren geht, so. Ja, es ist halt so, ich glaube, du kannst also zum Beispiel freitags, also bei Natur, wenn zum Beispiel freitags zum Beispiel jetzt ein Konzert von dir wäre. Kauf-Tickets. Digga, das ist die werblichste Folge, die jemals von Aufdauer nenn die, nenn die Folge, Kauf-Tour-Tickets. Kauf-Tour-Tickets. mit diesen ja, man, so Zunge und dann noch den. Den gibt's ja auch. Gibt's das Emoji? Und dann, wie viele Umfragen kannst du machen? Ich kann eine Vierer sozusagen select und eine mit Fragen, wo die einfach selber antworten. Habt ihr schon Tour-Tickets gekauft? Ja. Ja. Und dann ist eine Antwortmöglichkeit ist einfach nur Ja, sag was, was du sagen wolltest. Nö, ich wollte wirklich nur Werbung machen für dich. Ja. Ja, nice. Guck mal, sogar er geht auf Tour, ich gehe auf Tour. Der geht auch auf Tour, der lässt sich auf die Schnauze hauen vor 1000 Leuten. Ja, aber vor 15.000. Warum gehst du nicht auf Tour? Womit kannst du auf Tour gehen? Ich überlege gerade. Man kann mit allem auf Tour gehen, ja. Mit so eine Spiegeltour, da gibt es so kleine Zimmer, da kann man sich dann für 25 Euro Ticket rein. Und dann guckt er rein, ja, das machst du gut, ja. So ein Spiegelkabinett. Kennt ihr den Typen, der so einen Stock an Penis gemacht hat? Und dann geht er so auf Bühne und der fängt an zu wirbeln. Was? Habt ihr das nie gesehen? Digga, du hast mal einfach nie im Darknet, Bruder. Und dann macht er so, dann sitzt er auch da so und der fängt an so auf der Bühne. Okay. Ja, so gut. Ja, okay. Das ist so eine Art, Doku. Das ist doch sowas wie, wenn ich eine Klausur habe, was ich denke. Ja, und dann ist dieses ganze Ding. Digga, das ist auch, da hat irgendjemand mal eine Kritik drüber geschrieben, wirklich so ein Theaterkritiker. Und der hat gesagt, er hat von vorne bis hinten das nicht verstanden und sogar das Publikum, das hat es noch nie in so einer Aufführung gegeben, hat gelacht. Es gab noch nie eine Aufführung in diesem Theater, wo die Leute gelacht haben, weil die nicht wussten, was sie damit anfangen sollen. Das ist ja Modern Art. Ja, ja. Du verstehst es einfach, eine Kulturbanause. Ja, ohne Scheiß. Aus dem Römischen Reich haben die das. Ja. Das ist voll schlecht übertragen worden früher. Die haben gar nicht im Kolosseum gekämpft, die haben alle ihren Ding so dagegen gehabt. Alter, ey, guck einmal nach links.
Das ist ja... Ja, ist schon insane. Also guck mal nach links, Leute. Okay, Johnny, vielleicht hast du die Antwort oder Cenk. Warum ziehen Flugzeuge so weiße Spuren? Chemtrails. Ja. Chemtrails. Die Regierung verändert das Wetter. Ja. Da, zum Beispiel auch, es ist kein Witz, das ist fundiert, habe ich von Wissenswert. Zum Beispiel AstraZeneca wird jetzt gerade da verteilt. Grüße an Wissenswert. Grüße an Wissenswert. Morgen gemeldet. Kauf Ticket am Freitag. Kauf Ticket. Nein, also das ist doch Kondens, oder? Aber wieso sieht man das denn nicht nachts? Ja, weil die Sonne das anstrahlt, Digga. Digga. Hä? Die Sonne ist doch jetzt da hinten und strahlt es an. Nachts sehe ich das manchmal auch, wenn der Mond so noch da strahlt ein bisschen. Da können wir schon mal genauer aufpassen, ey. Ja. Oh, Digga, einfach rausgehen. In der Schweiz gibt es einfach keine Physik. In der Schweiz haben wir ganz andere Regeln mit der Luft. Digga, in Schweiz gibt es eigentlich einfach nur, wie heißt das nochmal? Edgar. Was ist das? Dieser Arschnitt. Achso. Wo kommst du her? No Fate Edgar. Wo kommst du her? Bist du rübergefahren? Nee. Machen wir eine Edgar hinter noch ein Design? Ein Double Fader Tape? Ah, ja, genau. Ja, ein Double Kickflip. Faul so ein Video gemacht? Ja. Digga, was ist das Geilste? Finden die Kommentare da drunter. Gibt es in der Schweiz kein Mobbing? Nee. Oder auch geiles, zahlt das die Krankenkasse? Geil. Digga, wirklich. Gibt es in der so Schweiz gut. Kein Mobbing? Ich weiß, was bei Jack immer los ist. Bei ihm, er guckt Reels eigentlich nur an, um die GIF anzugucken da drunter. Ja, kennst du das? Ja, ja. Diesen Sticker, den man so geil... Insane. Boah. Ich kann es jetzt leider nicht so gut, kann man nicht zeigen. Aber kann jeder GIFs machen? Ja. Ja. Ja, krass. Du kannst auch immer ein GIF kommentieren, das ist ja das Ding. Ja, aber ich dachte immer, dass das so irgendwie so größeren Accounts so vorbehalten ist. Nee, größeren Accounts ist nur vorbehalten, dass du Broadcast-Channels hast. Ja, das ist auch Unsinn, oder? Machst du hast das? Hast du einen? Nee. Ich hab keinen. Ich auch nicht. Also, aber kannst du einen machen? Ja. Mach doch einen. Warum? Ich kann nicht. Wow, ich habe heute eine Telegram-Gruppe eröffnet. Ja, gut. Für meine Leute. Weil du Corona leugnen willst, oder was hast du davor? Ich hab dir dieses Telegram, da gab es so eine Corona-Leugner-Gruppe und hat einer geschrieben, ey, ich konnte nicht kommen, weil ich keinen Parkplatz gefunden habe. Und dann sagte er, du Wichser, Junge, komm, wir versuchen hier die Regierung zu stürmen und du findest keinen Parkplatz, park irgendwo, es ist eh alles hier. Du gehst auf eine Demo, wo du versuchst, die Regeln zu brechen und du gibst auf, weil du keinen Parkplatz hast. Stell dir vor, du kannst deinen Enkel nicht erzählen, dass du den Reichstag gestürmt hast, weil du hättest so einen eingeschränkten Halteverbot halten. Digga, was ein Unsinn, ey. Ich weiß, dass du die Telegram-Gruppe gemacht hast, weißt du wieso? Hä? Ich hätte sie gekauft. Soll ich mal ganz kurz schreiben, was die alle schreiben? Das ist schon ganz cool. So, Telegram. Hast du da schon mal so ein Nacktbild oder? Also, ich habe jetzt über 200 Mitglieder, die schicken jetzt alles rein. Holen genau, soll man die Fotos schicken an Django-Sticker. Also, die wollen jetzt so Sticker von mir machen und so. Ja. Oh, da war schon einer. Die machen Sticker für dich? Ja, schon. Gute Besserung an die Katze. Viel zu ruhig hier. Was ist denn los mit der Django Squad? Bin da. Hallo. Hallo Leute, was geht ab? Hi. Gut und selbst. Richtig cool. Guck mal, wie viele hier schreiben. Guck mal. Das ist wie ein Gruppenchat, der versucht, einen Urlaub zu planen. Guck mal hier, da schicken die Bilder rein mit mir. Was ich insane finde, es gibt ja immer viele Leute, die das belächeln. Und auch ich weiß auch, dass du dann manchmal belächelt wirst, so von außen so, der tourt jetzt durch Clubs. Aber wenn man sieht, dass da jetzt einfach 200 Leute drin sind und sich damit beschäftigen und auch froh sind, Teil des Ganzen zu sein, stiftet es Gutes. Sorry, aber kann man nichts anderes. Einfach no joke, mein Ziel war auch, ich hab's hier, zum Beispiel schreibt hier eine, oder? Oh, war da ein Nacktbild von einem Typ? Da war ein Nacktbild von einem Typ in seinen Fotos. Hier, die Cheyenne schreibt, wer will, kann sich E-Dry, das sind wir am Samstag, E-Dry-Geldern bei uns noch einschließen. Mädels sind schon eine große Gruppe, aber falls jemand alleine ist, ne, dann hat Junior, ich nicht, bla bla bla, kommt drauf an, welche Genre. Und dann hat sie sogar eine gefunden, hey, also ich habe Bock auf den Auftritt, ich komme aus Kiel und fahre 2,5 Stunden nach Bremerförde. Also die nehmen so, die treffen, sie machen sich jetzt so richtig so Gruppen und cool. So, weißt du, manche schreiben manchmal, ey, ich würde kommen, aber keiner will mit mir hin. Und das sind halt genug, die hingehen, so, die, und dann schließen sie sich zu, das ist voll krass. Cool. Das ist wirklich cool. Das ist cool. Ich hatte mal so ein Video gemacht im Sommer für Festivals, für Leute, die keine Freunde haben. Mhm. Und die haben, so viele haben sich dann getroffen, das sind ja das Video über 3.500 Kommentare, wo die einfach sagen, bin da, geh auf das Festival, geh auf das Festival. Und ich habe dann Bilder bekommen und Videos von schön. Leuten, die sich zusammengetroffen haben. Digga, und die sagen jetzt so ein bisschen beste Freunde, bla bla bla. Das ist so Überleg cool. Ja, hättest das Video nicht hochgeladen, wäre es nie passiert. Und deswegen, cool. glaube ich, müssen wir uns ab und zu mal häufiger über die Reichweite bewusst sein, die wir haben. Also das ist auch, was man damit alles Gutes anfangen kann. Und das ist ja nicht mal so, ich habe das Video nicht gemacht, weil ich dachte, das macht jetzt übelst Klicks oder so. Sondern es war einfach, es hätte gereicht, wenn sich eine coole Person findet und die gehen irgendwo hin. Voll. Aber es hat auch super Klicks gemacht im Nachhinein, wo man denkt, ey, eigentlich auch mal so sinnvolle Videos im Sinne von, was den Menschen da draußen helfen könnte, die werden mittlerweile auch gern gesehen. Ja. Weil diese negativen News hast du ja überall. Voll. Auch mal gute News zu haben, das könnte man echt mehr machen. Ja, voll. Aber solange Aliva Basketball Remix bei mir noch 1 Million Views kriegt und / Rücken an der Wand Feature Haftbefehl, mache ich das immer noch weiter, seid ihr ehrlich. Ey, wir müssen ganz kurz über eine Sache reden, die ich gerade in deiner Telegram-Gruppe gesehen habe, die mich so krass abfuckt. Er hat White Mode an.
Nein, egal. Das ist ja rassistisch, was du da sagst. Junge, Dark Mode besser. Was denn? Erklärt mir mal bitte, wie das entstanden ist und warum. Telegram? Dass man... Ne. Wir sind ja ne große Gruppe. Ich mach das auch. Man das mit NH schreibt. Ist oh, wie schreibst du das mit NE? Ja, na klar. Nein, das ist die Abkürzung von eine. Nee, nee. Wir sind ja eine große Gruppe. Ja, wir sind ja ne große Gruppe. Digga, dieses, ne? NH... Das okay, Papa, okay. Das liest sich aber nicht so. Bro, okay, tamam. Ne. Fühle ich, ist in Ordnung. Da kann man noch wenigstens sagen, es hört sich so an. Jetzt kommt noch was viel Schlimmeres. Wo ich weiß, dass Cengo das, glaube ich, macht. Nee, ich weiß nicht, aber ich glaube, er macht das. Du machst es, glaube ich, nicht. Leute, die eine Frage schreiben und die machen vor dem Fragezeichen ein Leerzeichen. Mm, das mache ich nicht. Du machst das? Nein. Ich mache das nicht. Warum? Warum machen das? Weil, wisst ihr, wie ich das lese? Dass so, wenn jemand schreibt, und was machst du morgen? So verzögert. So verzögert die Frage, so später stattfindet. Also wenn es so ein Leertasten nach dem letzten Wort und dann... Und was machst du morgen? Leerzeichen, Fragezeichen. Es sieht nicht sexy aus, ne? Es muss am Wort dran sein. Ja, das sieht immer so ein bisschen aus, also wenn ich zum Beispiel bei Tinder mit jemandem schreibe und falls ich mal Tinder hätte irgendwann, Platin für 120 Euro, lohnt sich, kauf Platin. Kauf Tickets für die Tour. Kauf Tickets und Platin. Dann, wenn eine schreibt, was machst du gerade oder wo kommst du her und schreibt dann Leerzeichen, Fragezeichen, Match entfernen, Match auflösen, melden und die Familie verklagen. Nee, das kenne ich nicht komisch. Ich habe jetzt angefangen, du kennst meine Rechtschreibung, ist scheiße, diese Angewohnheit zu haben, so Sachen scheiße zu schreiben. Ich habe Autokorrektur angemacht. Gut. Das ist super hilfreich. Ja. Ey, das hast du nie an? Gut, nee. Krass. Meinst du, es sieht so scheiße aus bei mir, wenn ich die ganze Zeit Autokorrektur an hätte? Ja, du hast schon sehr wild geschrieben. Ja, habe ich echt. Du hast mir auch schon mal deine Adresse falsch geschickt mit so drei Buchstabendrehern drin. Cap. Naja, Cap. Habe ich wirklich? Nee. Könnte es wirklich sein können. Ja. Das hilft so doll. Mach doch Autokorrektur an beim Handy. Da fühlst du dich auch irgendwie besser. Aber es gibt auch viele, die es sich so fühlen, wenn sie alles klein schreiben. Kennt ihr so diese Leute? Die, so, die fühlen sich so, die schreiben so alles klein und das ist dann so cool. Seid ihr so, stimmt, seid ihr so die, die einen zusammen in den Text eine Nachricht schreiben? Oder so zehnmal so, yo, moin, ich komme gleich zu dir. Ja. Aber, und geschickt. Aber das, yo, aber bringst du das noch mit, geschickt? Ja. Ich wollte dir das genau dasselbe gerade aufstellen. Achso, okay. Krass. Was bist du? Ich schick 5 Nachrichten, das heißt 10. Ja, Spam, 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 ne? Aber das liegt daran, dass wir dumm sind. Weil wir können, ich könnte niemals mir merken, was ich in 4 Sätzen schreiben will. Man kribbelt auch schon. Wenn ich bei dir schon sehe, schreib, fuck, Alter, schnell. bevor er meine schon beantwortet, schnell, ich muss er sein. Ja. Das kribbelt bei mir schon. Wisst ihr, was der krasseste Gamechanger ist für mich? Ich schwör's dir, ich habe mich richtig gefreut darüber, dass das gibt. Das kribbelt schon, ist sehr gut. Man kann bei WhatsApp jetzt ausblenden, dass man online ist. Das konnte man schon seit 5 Jahren. Nein, das war schon voll lange aus. Du konntest dieses zuletzt online. Ja, nein. Stimmt. Du konntest das online bist, steht bei dir auch noch, du Kollege. Du kannst ausblenden, dass du gerade online bist. Okay. Warum willst du das ausblenden? Weil ich finde das so, das hat mich so abgefuckt. Ja, hast du das nicht so, dass wenn du zum Beispiel mit deinen Agenturen oder sowas schreibst, wie geht und das? Dann gibt es so irgendwelche Leute, die... Du schreibst jetzt mit deiner Agentur. Mach das aus. Und parallel sind Leute, du gehst auf Datenschutz, Einstellungen. Datenschutz, zuletzt online. Zuletzt online und dann unten, wer kann sehen, ob ich online bin? Alle. Naja, dann wie bei zuletzt online. Genau. Jetzt kann niemand sehen, dass du gerade online bist. Kauf Ticket. Weil, ich sag euch ehrlich, kennt ihr das nicht, dass ihr so ein Pressure-Gefühl habt, wenn ihr jemandem antwortet, aber ihr wisst, ein anderer Chat wartet auch noch auf eine Antwort, dass ihr dann teilweise denkt so, ah fuck, Alter, der wollte ich ja noch antworten und da habe ich vielleicht schon seit 20 Minuten irgendwie wartet er auf eine dringende Antwort. Dann fuckt online so ab, weil du dich so unter Druck gesetzt fühlst. So geht es mir, wenn ich... Hast du blauen Haken an? Nee. Er hat es auch ausgemacht. Ja, das musst du sowieso ausmachen. Wenn du das ausmachst, musst du das andere auch aushaben, diese Lesebestätigung. Das finde ich mühsam, dann werde ich misstrauisch. Ehrlich, hast du blauen Haken an? Bei Cenk ist so, Cenk ist ganz komisch, Bro. Bei dir ist, bei ihm steht ein Haken. Erkläre ich jetzt. Habe ich auch bei mir. Keine Benachrichtigung. Nee, also bei ihm ist, ich weiß, meine Nachricht ist angekommen oder er ist online, wenn zwei Guck mal, Nachrichten. Genau, keine Benachrichtigung. Wenn ich sag dir jetzt nur eine Sache. Wenn ich Mitteilungen an hätte, dass mein Handy bei jeder WhatsApp Ding macht, dann würden wir jetzt nicht auf eine zweite Tour gehen. Ja, ja. Aber wir gehen auf eine zweite Tour, zum Beispiel Freitag. Kauf-Ticket! Weil, for real, ich sehe das selber so, wenn ich bei dir so Ding, Ding beim Autofahren, bing, bing, bing. So, weißt du, ich würde immer aufs Handy gucken. Oder wenn ich so ein Workflow bin, for real. Und wenn da mein Handy, da gucke ich mir immer drauf, boah, Alter, so viele Nachrichten bekommen. Alter, das ist ja die ganze Zeit geklingelt. Insane. Ich bin auch am Überlegen, irgendwie Anrufe ausmachen. Was hast du aber dann eingestellt? Einfach, dass WhatsApp mir keine Mitteilungen geben kann und dann empfange ich nichts. Dann empfange ich erst wieder, wenn du reingehst. Ja, Mann, genau, geil, ne? Bei mir ist das gleich. Das wusste ich gar nicht. Machst einfach Benachrichtigung. Alter, ich hab überall. Du wärst jetzt nicht da, wo du jetzt bist. Niemals. Weil 100%. Du so oft abgelenkt worden bist, dein Projekt in dem Moment nicht fertig gemacht hast, verschoben hättest.
Und du wärst auch viel weiter, wenn du das ausstellen würdest. Junge, du hättest jetzt schon gegen Marion gewonnen. Du hättest jetzt schon gegen Mike Tyson gekämpft. Ich sag's dir, wie es ist. Zweimal. Zweimal. Einmal rückwärts. Aber Dummkopf hast du benachrichtigt. Aber Leute, ich kann was anderes Cooles erzählen. Oh Gott. Wir sind im TikTok-Creator Betafund. Hast du den? Kennst du den? Ja, aber ich habe abgelehnt. Okay, ungefähr so. Warum? Für die, das weiß nicht wissen. Nicht. Das sah nicht nein, gut wirklich aus. Jetzt. Bro, ja. Tu es. Wirklich? Ich erkläre dir warum. Warum? Warum? Aber da stand, dass du, dass das primär, die primäre Monetarisierung des Beta-Funds ist für Videos länger als eine Minute. Ja. Genau. Ja, aber ich mache keine Videos länger als eine Minute. Das machst du schon öfters. Hä? Aber es lohnt sich. Ich sag dir, warum es schon. Mach ein Beispiel. Er hat jetzt zufällig ein Video, was 6, 7 Millionen, wie viel hat das? Ich habe gerade mein erfolgreichstes Video aller Zeiten rausgehauen. Mhm. Von den Views her. Auch random. Das ist jetzt sehr random. Krass. So genau eine Woche, nachdem das... Ja, es war exakt 5 Tage, nachdem das aktiviert wurde. Das geht gar nicht. Es war über eine Minute, mein Video. Mein Video hat jetzt 7 Millionen Aufrufe. Was denkst du, wie viel das eingebracht hat, das Video? Ja, okay, pass auf. Alter Fund, 6, 7 Millionen Aufrufe sind 70, 80 Euro. Genau. Neuer Fund, definitiv, wenn du es so sagst, fast vierstellig. Ich habe damit... Liegst du? Darf ich das liegen? Natürlich, klar. Sonst kann ja jeder, Younes Zarun hat das... Alle posten das, ne? Ey, Younes hat da 10 Videos zu gemacht. Ich habe voll die gute Idee, wenn wir es nicht leaken dürfen, legen wir einmal das Wort drüber. Ich habe 1800 Euro mit dem Video gemacht. Und das ist verrückt. Digga, das kriegt eine Krankenschwester im Monat. Ja. Drecks-Influencer, Alter. Du hast 1800 Oma gestorben. Vor allem, Bro. Jetzt, in dieser Sekunde gehe ich in diesen scheiß Beta. Weißt du, mich daran ein bisschen noch mehr aufregt? Ja. Das ist ein Video, das habe ich gemacht, während Django gepennt hat in Zürich, wo ich das iPhone 15 mit dem iPhone 14 verglichen habe und ich einfach als Joke gesagt habe, yo Leute, das ist gleich, das ist gleich, das ist gleich. Ich habe einfach nur verglichen. Denkst du Mann, Digga, man muss sich keine Mühe mehr geben. Und ich gebe mir so, das sind wieder die Videos, wo du dir richtig Mühe gibst manchmal. Das habe ich in 20 Minuten hingeschissen. Ich habe es nicht mal richtig geschnitten, weil es mir zu mühsam war. Ich wollte es kurz posten. Das? Ja, oh. Weiter, rein da. Aber dann bin ich nicht mehr in dem anderen Fund, haben die gesagt. Genau. Da hast du mit dem anderen, kannst du einmal essen gehen in 3 Jahren. Herzlichen Glückwunsch, du hast zum TikTok-Creativity-Programm Beta gewechselt. Oh, ja. Hier steht, hattet ihr das auch? Was? Ihre Penisgröße übersteigt den Durchschnitt. Ich soll jetzt, ich muss kurz ein Foto machen. Die haben sich geirrt, haben sich verwählt. Ja, okay, das war nicht lustig, tut mir leid. Kleine Penisgruppe. Hey, wie krass, wir bereiten eine Übersichtsseite vor. Ja, okay, tamam. Ja, das ist gut, das würde ich machen. Jetzt bin ich. Aber kriegt man dann nur noch Monetarisierung für Videos länger als eine Minute? Du kriegst Monetarisierung für Videos länger als eine Minute und es ist nur eligible sozusagen, du kriegst nur auch Geld ausbezahlt für jeden Viewer, der auch 5 Sekunden von dem Video guckt. Das heißt, wenn die Leute nicht unterstützen wollen, Leute, schalte nach den ersten 4 Sekunden weg. Alter, krass, okay. Ja. Ey, da bin ich sowieso, also diese ganze Monetarisierungsgeschichte ist auch so wild, finde ich, aktuell. Auch so, wenn du dir zum Beispiel YouTube anguckst, wie broken das teilweise ist. Und jetzt geht's, nächster Punkt für uns. Auch für dich. Videopodcast gibt es wahrscheinlich demnächst, in den nächsten 2 Monaten, 1 Monat für alle, auch für Videopodcasts auf Spotify. Bis jetzt haben wir 0 Euro mit Spotify als Podcast verdient. Ja. Was auch im Verhältnis zu unseren Hörern wären das sehr viele, wenn das mal aktiviert wäre. Die Frage ist halt, wie viel? Verdienen wir dann vielleicht 500 Euro damit? Ja. Wenn es ist wie YouTube, dann sollte mir sehr viel mehr verdienen. Ja. Wir sind gespannt. Wie viele Hörer habt ihr, wenn ich fragen darf? In der Durchschnittsfolge? Im Durchschnitt können das immer noch so mit YouTube, gerade ist es runter, weil es ein Downer ist auf generelle Sommerloch, aber 120.000 nach 30 Tagen oder 100.000 ist generell so. Es gibt dann halt Folgen, die... Das ist über eine Stunde, das ist schon krass. Wow, crazy. Also das sind krasse Und wenn davon nur so 5% zu Tour kommen würden, die am Freitag, jeden Freitag, jeden Samstag irgendwo... Tobi, es tut mir leid... Tobi, tut mir leid, falls du das rückwirkend machen musst. Ich versuche dir das gleich zu schreiben. Mach einen Counter, einfach hier oder so. Während der ganzen Folge. Das Emoji mit Counter. Kennt ihr Pavlov? Dieser Hund, der konditioniert wurde? Kennt ihr das? Diese Geschichte, dass so, es gab so einen Typ, der hat so eine Klingel gemacht und immer wenn er geklingelt hat, hat der Hund Futter bekommen. Das heißt, irgendwann hat er nur noch geklingelt und der Hund hat schon angefangen zu sammeln. So, ja. Das ist Pavlov. Und es wird einfach so sein, dass wenn irgendwelche Leute so in 2 Jahren, die hören jemanden, der so kotzt, der macht so und aus Reflex kaufen die so Django-Tickets. Auch wenn gar keine Tour verfügbar ist. Ja, genau, das ist ein Django, verkauf mir was. Die sind so in der Telegram-Gruppe von Django, wo er mittlerweile so in 2 Jahren so voll vercrackt sagt, und die Regierung, die haben uns alle belogen. Leute, das kostet jetzt 20 Euro pro Monat, ihr kommt in die Gruppe. Du bist Türkei wie Attila Hindemann und wirst von der Arte-Dokus gesucht, Alter. Ey, jetzt aber ehrlich, gibt es irgendeine so eine Verschwörungstheorie, die ihr so richtig glaubt, ich habe 1:1 dieselbe Frage vor 2 Folgen gestellt. Ah, oh, fuck, okay. Scheiße. Aber stark, komm, sag gerade deine. Boah, ich sag euch ehrlich, 9-11. Was? Ja.
9-11 bin ich auch voll bei dir. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das einfach nur so war, wie sie es erzählen. Ja. Dass da nichts, also alleine, dass diese ganzen Statiker, die meinen, dass diese Türme nicht hätten einstürzen können, nur von den, von dem Impact, dass da irgendwie Sprengungen stattgefunden haben, weil die auch so clean in sich zusammengefallen sind, keine Ahnung. Das ist auch der Teil, der mich am meisten stört an dieser Sache, dass diese Türme eingestürzt sind, kann ich verstehen. Ja. Nur, wie kultiviert kann unsere Antwort sein, wenn unser Job ist, das Video online zu stellen? So. Ja, ja, null. Ist halt auch. Ja, wir haben keine Ahnung. Wir haben keine Ahnung. Aber ich sag, mit meiner Reichweite, das war fake. Das war fake. So wie ich hier sitze. Finde ich auch immer so geil, wenn Leute dann so anfangen, so, als wären die so richtig so da drin. Als hätten die so 8 Jahre lang Bauingenieurwesen studiert. Das ist ja. Aber was habt ihr gesagt? Gibt es noch was anderes? Ich habe Mondlandung gesagt. Ja, du? Hatte ich gesagt Atlantis? Oder Narnia? Nee. Das hast du ja gesagt. Narnia, was soll denn an Narnia fake sein? Digga, denkst du, das ist ein Fantasy-Film? Ich meine, ich hatte gesagt Atlantis, dachte ich. Harry Potter gibt's nicht. Das ist auch mein Gedächtnis. Weißt du es noch, was ich gesagt habe? Oder ich glaube, ich bin wieder nicht zum Zug gekommen. Ich habe die Frage gestellt und die alle drei hat geantwortet. Dann sind wir im Foto verfallen. Nee, Drachen habe ich gesagt. Ich habe gesagt Drachen in Neuseeland oder so, wegen Herr der Ringe und so. Dachte also, dass es die gibt? Ja, ich dachte, irgendwie muss es da doch safe irgendwie einen Drachen geben. Den einen oder anderen versteckt in einer Höhle. Hast du schon mal einen gesehen? Nee. Es war hier auf dem Tempelhofer Feld, war Drachenfest. Habt ihr schon mal ein UFO gesehen? Den Rapper? Vielleicht kommt UFO zur Tour. Zur Tufo. Habt ihr schon mal ein UFO gesehen? Glaubt ihr an UFOs? Also es gibt schon Leben fernab von diesem Planeten. 1 Milliarden % Muss ja. Es, ja. Es gibt ja unendliche Galaxien mit unendlichen Möglichkeiten. Heißt, es gibt irgendwo gerade eine Galaxie, wo die gerade auch einen Podcast aufnehmen, nur mit einem Johnny, der einen Elefantenrüssel als Nase hat. Ja. Wirklich? Und ich hab den einfach 50 Zentimeter weiter unten. Wie dumm. Ist so. das ist das Rick and Morty-Prinzip. Da hat er den Rüssel an der Nase, den 50 Zentimeter. Und in dieser hat er den, in dieser Schleife hat er den da unten. Ey, ganz gute dazu. Ja, hättet ihr lieber Pimmel als Hände oder Pimmel als Nase? Nase. Aber dann sieht jeder immer, du hast immer, also du siehst ja, die Hübsche aus, du hast immer einen Schwanz. Ja, als Hände kannst du nichts mehr machen. So wie willst du? Das ist so durch die Gegend. Kannst du nicht mehr so machen. Wenn du so machst, wenn du Werbung für deine Tour machst, bläst du dir selbst ein. Junge. Wenn du jemandem einen Arschbohrer geben willst, fixst du den einfach einen Arsch. Die hat 9 Salitos, das ist passiert. Kennt ihr so Leute, die so an Babys riechen? Johnny! Johnny was? Erklär es jetzt mal. Ich meine, dass wenn du eine normale Nase hast, würden die auch ganz normal an die Baby riechen. So, weiter geht's, nächste Frage. Erläuter mal kurz, warum riechst du mal am Baby so? Junge. Nein, kennst du das wirklich nicht? Dass Leute sagen, dass Babys so einen krassen, schönen Geruch haben. Sagen ganz, ganz, ganz viele, so auch gerade so ganz neue Eltern, sagen, dass ein Kind, so das neugeborene Kind, ganz, ganz, ganz so magisch riecht. Ich habe sehr wenig Babys in meinem Umfeld, irgendwie auch von Freunden oder so. Hast du noch nie an ein Baby gerochen? Nö, habe ich da was verpasst? Also du kannst auch einfach mal auf der Straße gucken, ob da so jemand ist mit dem Kinderwagen, dann gehst einfach, riechst du da. Okay. Ich würde es nicht empfehlen, aber okay. Mach ich demnächst mal, wenn ich ist ein das, Baby sehe. Ist das illegal? Also könnte man dich rechtlich belangen, wenn du an einem Baby, was so im Kinderwagen ist, riechst? Was sollst du, ich glaube, es sind so Regeln, die stehen noch nicht im Regelbuch, aber wenn du erstmal damit anfängst, werden die drin stehen auf jeden Fall. Wenn du so eine Telegram-Gruppe machst mit so 200 Leuten, so mach das mal, wenn daraus so eine Bewegung entsteht. Scheiße. Ja, weiß auch nicht, wie wir die hierhin geraten sind. Hast du eigentlich gerade das Licht angemacht oder war das die Lichtkette? Es ist langsam auch. Achso, nee, das hatte ich die ganze Zeit schon an. Also es ist langsam so dämmerig. Also, wenn du möchtest, würde ich dich fragen, ob du noch eine Message hast, falls du dich noch daran erinnern kannst. Weißt du noch? Ja. Sowas so im Sinne von, was man allen mitgeben möchte am Ende. Ja, ja. Abschluss. Naja. Ich würde gerne die Quintessenz mitgeben aus den 3 Dingen, die wir gesagt haben, was wir im Leben wichtig finden oder was so über allem steht, ist dieses Genießt. Kauft euch Tourtickets. Ja, da wäre ich hingekommen. Ich wollte sagen, genießt das Leben in vollen Zügen, so wirklich in jedem Moment, ballert raus, wenn ihr könnt. Seid jetzt jung, seid jetzt, gebt jetzt Geld aus. Tut den Leuten in eurem Umfeld Gutes, dann bekommt ihr Gutes und kauft Tourtickets. Er muss das so übersteuert sein. Nee, das war, ich habe gerade gesehen, ganz cleaner Ausschlag. Das war so rot. Halb voll. Halb voll. Aber wir haben gar keine Messe mehr, wir machen das gar nicht mehr, ne? Nee. Dann riecht einfach nur an Babys. Nee, dann kauft euch Schuhtickets. Guckt euch, was habe ich noch alles verlinken müssen? Dein Podcast. Sehr gerne. Ich kann auch mal Tickets zu meinem Boxkampf verlinken. Den könnt ihr auch holen. Und ich habe Profil ich ein Profit davon. Guckt Videos, folgt Lass damit der 16,1 Millionen hat. Lasst 5 Sterne da und folgt uns allen auf Instagram. Tschüss. Tschüss. Ciao.